Aber es geht jetzt bereits. Hier fliegen weiter. Einzelplan 15. Gesundheit ist aufgerufen worden von Karl Lauterbach. Er hat nur noch 24,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Im vergangenen Jahr waren es 64,36 Milliarden. Warum dieses Minus? Ganz logisch, da ging es um die Bekämpfung der Pandemie, 30,08 Milliarden im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr sind für die Corona-Folgen 1,2 Milliarden nur noch eingeplant. Und der erste Redner ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Helge Braun von der CDU. Kolleginnen und Kollegen, wir beraten den Einzelplan des Bundesministeriums für Gesundheit. Und der größte Posten ist traditionell der Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung erhält in dem kommenden Jahr neben dem Standardzuschuss weitere 2 Milliarden Euro. Und darüber hinaus wird es trotzdem erforderlich sein, dass der Krankenversicherungsbeitrag, wir reden ja eigentlich in diesen Tagen in diesem Haus sehr viel darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden müssen, der durchschnittliche Krankenversicherungsbeitrag wird zum kommenden Jahr um 0,3% steigen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger werden nicht mehr, sondern weniger netto vom Brutto haben. Und das macht zum Ersten deutlich, dass die GKV-Finanzstabilisierung, die im Gesetz des Bundesministers vorgesehen ist, eigentlich nur einen marginalen Teil beiträgt. Der Bundeshaushalt muss mehr leisten und die Bürgerinnen und Bürger müssen mehr leisten. Die GKV-Finanzstabilisierung bleibt weit hinter dem zurück, was eigentlich erforderlich ist. Große Sorgen haben in diesen Tagen die Krankenhäuser. Der Bundesgesundheitsminister hat selber in seiner letzten Rede hier darauf hingewiesen, dass bereits 40% unserer Krankenhäuser Liquiditätsprobleme haben. Und deshalb hat eine Ministerpräsidentenkonferenz auch angekündigt, dass es einen Härtefallfonds geben soll, 6 Milliarden im kommenden und 2 Milliarden im Jahr 2024, die den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bei den Energiepreisen helfen soll. Bis heute liegt uns nichts vor. Krankenhäuser denken darüber nach, ob sie jetzt eigentlich Insolvenz anmelden müssen oder ob sie sozusagen in der Erwartung auf diese Hilfe, von der weder klar ist, für welchen Zeitraum sie gewährt wird, noch in welcher Höhe sie gewährt wird, ob sie darauf vertrauen können und weitermachen können oder ob sie sich eigentlich der fortgesetzten Insolvenzverschleppung irgendwie schuldig machen. Und deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass die Ampel ihren Streit über die Frage, ob das Wirtschaftsministerium oder das Gesundheitsministerium das Ganze administriert, beilegt, sondern den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Deutschland Gewissheit gibt, in welcher Höhe sie von diesem Fonds profitieren können. Denn nach den Belastungen der letzten Jahre, die die Krankenhäuser hatten, haben sie Planungssicherheit verdient und nicht diese fortgesetzte Untätigkeit durch den Streit in der Ampel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Haushaltsentwurf, den die Bundesregierung vorgelegt hat, hat sie sehr klar gesagt, bei uns ist Corona erledigt und hat zunächst an vielen Stellen keine Kosten mehr vorgesehen. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir schon heute im Haushaltsausschuss gesehen haben, dass selbstverständlich im nächsten Jahr über die Testverordnung weitere Ausgaben erforderlich sind. Und deshalb ist der eigentliche Sparstrumpf, nämlich die globale Mehrausgabe, die der Finanzminister eigentlich für Unsicherheiten im nächsten Jahr vorhalten wollte, auch schon angeknabbert mit 1,2 Milliarden fürs Testen im nächsten Jahr. Das heißt, auch hier ist nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden. Was mich aber ehrlich gesagt am meisten mit Sorge erfüllt ist, worauf ich in vielen Gesprächen auch hingewiesen habe, dass im Haushalt fürs nächste Jahr 3 Milliarden Euro vorgesehen sind für Impfstoffankäufe für Corona. Das ist die Folge aus den Verträgen, die die Europäische Kommission gemacht hat. Und wenn man das umrechnet, sind das ungefähr 150 Millionen Impfstoffdosen im nächsten Jahr. Wir könnten also 90% der Bevölkerung nächstes Jahr damit zweimal durchimpfen. In diesen Verträgen sind wir gebunden, und diese Verträge damals am Beginn der Pandemie zu machen, damit mich da keiner falsch versteht, war richtig. Aber jetzt ist es notwendig, dass die Bundesregierung auf die Europäische Kommission und die Hersteller zugeht und eine deutliche Flexibilisierung in diesen Verträgen erreicht, weil wenn wir in dieser Größenordnung im nächsten Jahr Impfstoffe kaufen, dann ist bereits jetzt absehbar, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit das Allermeiste davon vernichten müssen. Und das ist nicht nur eine finanzpolitische Katastrophe, sondern das wäre auch unethisch im Hinblick auf die Ressourcen, die da eingesetzt werden. Was ich ausdrücklich begrüße, ist,
dass die Ampelkoalition und auch vieles davon haben wir in Anträgen deutlich gemacht, an einigen Stellen diesen Haushalt deutlich verbessert. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, dass die Regierung angesichts der Tatsache, dass sie sich auf den Weg macht, Haschisch zu legalisieren, gleichzeitig im Bereich der Drogenprävention eine deutliche Absenkung des Titels vorgesehen hat. Und da haben wir uns mehr vorgestellt, aber es ist richtig, dass die Koalition an der Stelle auch etwas tut und wir über die Veränderungen im Haushalt im Parlament jetzt wieder mehr Geld für die Prävention im Drogenbereich ausgeben. Etwas, was mich nach wie vor aber sehr beschwert, ist der Punkt, dass das Thema globale Gesundheit gerade jetzt im Ausgang der Pandemie eines der größten und wichtigsten Themen ist, die wir international haben. Und das Thema ist unter Druck. Donald Trump mit seinem Versuch Ausstieg aus der WHO hat die internationale Gesundheit unter Druck gesetzt. Auch Boris Johnson war ein Regierungschef, der die Ausgaben in dem Bereich zurückgefahren hat. Und dass es jetzt diese Bundesregierung ist, die einen Entwurf vorlegt, wo die Ausgaben für die internationale Gesundheit um 70% abgesenkt werden, das ist ein fatales Signal in die öffentliche Community. Das ist falsch. Und hier sitzen viele, die mit mir im Ausschuss, Unterausschuss globale Gesundheit sind. So etwas dürfen wir eigentlich nicht tun. Und ich bin froh und sage auch Danke dafür, dass die Koalition zumindest bei UNAIDS und beim Global Hub kleine Korrekturen vorgenommen hat. Was ich aber gar nicht verstehe, ist, dass unser Flaggschiff, der World Health Summit, wo letztes Mal die Ampelkoalition noch gesagt hat, das stocken wir auf, jetzt die Kürzung des Bundesgesundheitsministers eins zu eins wieder hingenommen hat. Das ist falsch. Globale Gesundheit ist ein zentrales Zukunftsthema. Da haben wir internationale Verantwortung. Und deshalb können wir in der Summe diesem Einzelplan so leider nicht zustimmen. Helge Braun ist auch der Berichterstatter der CDU-CSU. Er war hier der erste Redner zum Einzelplan 15 Gesundheit. Und Wolfgang Kubicki hat mittlerweile das Präsidium übernommen und hat jetzt angekündigt, die nächste Rednerin, Svenja Stadler, die Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für den Einzelplan 15 Gesundheit. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen und vor den Bildschirmen. Als erstes möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Mitberichterstattern und vor allen Dingen bei Paula Pichotta und Carsten Klein für die konstruktive und vor allen Dingen vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit. Das ist nicht einfach gewesen und deshalb danke da. Und auch natürlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn ohne das wäre es überhaupt gar nicht möglich gewesen. Denn wir stehen ja vor nicht ganz so einfachen Zeiten. Die finanziellen Spielräume sind verdammt eng. Und dann ist es für uns Haushälter besonders schwer und wir gucken sehr intensiv auf die einzelnen Haushaltstitel und vor allen Dingen auch Projekte und hinterfragen an der einen oder anderen Stelle auch diese Projekte und schauen, ob sie ihre Ziele überhaupt eingehalten haben. Und das bedeutet, dass wir auch verstärkt Fragen an das Bundesgesundheitsministerium gestellt haben und deshalb auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Haus und auch an Karl Lauterbach, denn die Fragen wurden zügig beantwortet und das ist gut. Wer freundlich fragt, bekommt gute Antworten. Vielleicht sollten Sie mal daran arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass es eben in den Haushaltsberatungen verdammt viele Änderungsanträge für den Etat 2023 bis Bundesgesundheitsministeriums gegeben hat. Und wir haben wesentlich reduziert und gleichzeitig vier Schwerpunkte gestellt bzw. gesetzt. Insgesamt ist der Etat in den Haushaltsverhandlungen auf 24,5 Milliarden Euro gestiegen. Es hat vor allen Dingen mit den Leistungen des Bundes an den Gesundheitsfonds für die von der Pandemie verursachten Belastungen und den Zuschüssen zur Impfstoffbeschaffung zu tun. Das sind Kosten von knapp 2,4 Milliarden Euro. Nach wie vor ein Schwerpunkt auch in diesem Haushalt. Wir in der Fortschrittskoalition haben zudem in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheitsprävention und der internationalen Gesundheit mehr Geld eingesetzt. Und damit haben wir gerade die Umsetzung zentraler Punkte, die im Koalitionsvertrag vorgesehen sind, angeschoben. Die Mittel für die Digitalisierung konnten wir erhöhen. Dadurch kann die Versorgungsqualität verbessert, Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und Personal entlastet werden. Das, was wir jetzt in die Digitalisierung investieren, insbesondere in die Vorhabenplanung und den Strukturprozess,
wird nachgelagerte Vorgänge entlasten und damit auch Kosten sparen. Deshalb sind die 5 Millionen Euro zur Förderung der digitalen Transformation eine gute Investition in die Zukunft. Eine weitere Million ist für das Notaufnahmeregister vorgesehen. Und dann gibt es da ja noch das Thema Konnektoren. Ein sehr spannendes Thema. Berichterstattungen haben wir ja lesen können dazu. Und mir ist es tatsächlich ein Rätsel, wie man Verträge abschließen kann, in denen steht, dass ein unabwendbarer Tausch von Konnektoren notwendig ist. Und das ist für die Zukunft, finde ich, nicht zielführend. Und deshalb bin ich dankbar, dass das Haus eine Lösung mit Sicherheit entwickeln wird, dass zukünftig Datenschutz berücksichtigt und gleichzeitig diesen Tausch nicht mehr notwendig macht. Das ist gut für die Natur, für die Nachhaltigkeit und ist sinnvoll. Und ich weiß auch, dass unser Minister an diesen Verträgen nicht beteiligt war. Ich könnte mir vorstellen, wer es war. Ich habe jetzt über das Budget gesprochen. Es gibt noch einige Baustellen in diesem Bereich der Digitalisierung. Mein Kollege Matthias Miewe spricht ja nach mir. Ich kann mir vorstellen, dass er darauf noch näher eingehen wird. Einen weiteren Schwerpunkt haben wir in der Prävention und der Aufklärung, gerade im Hinblick auf die Legalisierung von Cannabis. Und deshalb haben wir die Kürzungen rückgängig gemacht und den Titel wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückgesetzt, 13,2 Millionen Euro. Das ist wichtig. Und ich finde, jetzt haben wir zum zweiten Mal sehr deutlich signalisiert, was der Parlamentswille ist. Und ich erwarte im Regierungsentwurf 2024, dass dieser Titel mindestens bei 13,2 Millionen liegt, gerne höher. Im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Aufklärung der Bevölkerung haben wir außerdem den nationalen Präventionsplan mit 850.000 Euro unterlegt. Den Zuschuss an den Verein Aktion Psychisch Kranke konnten wir um 150.000 Euro erhöhen. Das ist wichtig, damit der Psychiatrie-Dialog fortgeführt wird, der wichtige und wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung des Versorgungsangebotes gibt. Schließlich haben wir uns auch die Suizidprävention angeschaut. Es gibt da definitiv Dinge, die man nutzen kann, Synergien nutzen kann. Wir haben das Haus damit eine kleine Hausaufgabe gegeben. Ich bin auf den Bericht gespannt. Schließlich haben wir Ampelhaushälter im Bereich globale Gesundheit. Herr Braun hatte das ja gerade auch schon einmal angeführt. Nochmal deutliche Mittelaufstockungen im Vergleich zum Regierungsentwurf durchgesetzt. 3,75 Millionen Euro sollen als Zuschuss an UNAIDS fließen und 1 Million eben nochmal an den Global Health Hub. Ja, wir wissen, mehr ist immer besser, aber bei einem so engen Haushalt ist es verdammt schwierig. Vielleicht haben wir nächstes und übernächstes Jahr mehr Möglichkeiten. Insgesamt bleibt zu sagen, dass wir im Jahr 2023 große strukturelle Herausforderungen im Gesundheits- und Pflegesystem vor uns haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem jetzigen Haushalt eine solide Grundlage dafür geschaffen haben, die kommenden Ausgaben zu meistern. Mit diesem Haushalt leisten wir unseren gesundheitspolitischen Beitrag für den Zusammenhalt in der Zeitenwende. Und daher können Sie einfach nur zustimmen. Ich tue es. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Stadler. Ja, das ist doch beruhigend, dass die Berichterstatterin der SPD dem Haushalt zustimmen wird. Nächster Redner in der Debatte ist der gesundheitspolitische Sprecher der AfD, Martin Sichert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bettlägerige Senioren liegen stundenlang hilflos in ihren eigenen Fäkalien. Ein Verstorbener liegt tagelang im Bett, einen anderen Sterbenden erreicht der Notarzt nicht, weil er nicht ins Haus kommt. Was wie Apokalypse klingt, ist diesen Monat in einem Seniorenheim in Marburg Realität. Ein Pfleger sagt dazu, ich zitiere, das Haus steht in Flammen, es geht nichts mehr. Keiner von uns, egal ob mit oder ohne Symptome in Quarantäne, darf mehr rein und sich um die alten Menschen kümmern. Gesunde Pflegekräfte dürfen wegen der Politik dieser Bundesregierung nicht arbeiten und müssen die hochbetagten Senioren völlig würdelos einsam in ihren stinkenden Exkrementen liegen lassen. Menschenverachtender als die Zustände in diesem Heim ist nur noch die Politik ihrer Bundesregierung.
Richtig, Sie haben keinen Respekt vor den Pflegekräften, das sagen Sie ganz richtig. Sie rauben den hochbetagten Senioren, ihren Angehörigen und auch den Pflegekräften die Würde. Schämen Sie sich, Herr Lauterbach, schämen Sie sich. Für über 10.000 neue Stellen in Behörden hat die Ampel Geld. Im Gesundheitswesen hingegen bestraft man die dringend benötigten Fachkräfte. Allein in Jena bekommen diese Tage 654 ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen Bußgeldbescheide über jeweils 250 Euro Strafe. Und warum? Nur weil Sie die völlig unsinnige einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt haben, von der Sie ja inzwischen selbst Abstand nehmen. Aber sie ist nun mal noch in Kraft und richtet weiter Schaden an, obwohl wir von der AfD als Einzige von Anfang an davor gewarnt haben. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke? Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Bitte schön. Herr Kollege Sichert, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Stadt Jena sämtliche Bußgeldbescheide zurückgenommen wird und dass diese nicht versendet werden? Sie erzählen hier Unwahrheiten. Die Stadt Jena hat vor zwei Tagen noch in der Presse verkündet, dass sie entsprechend diese Bußgeldbescheide raussenden wird und dass man diese Leute so unfassbar in der Unsicherheit lässt, ob sie jetzt Bußgeldbescheide bekommen oder ob sie keine Bußgeldbescheide bekommen, dass Anfragen der Stadt Jena bei der Landesregierung dazu geführt haben, dass die dort die Informationen bekommen hat, naja, sie sollen doch circa ein Zehntel des möglichen Bußgelds von 2.500 Euro, also 250 Euro, den Leuten geben und dass man dann gesagt hat, naja, dann geben wir es den Leuten halt dann vielleicht im März und nicht jetzt Weihnachten. Sie führen mit ihrer Politik, diese Ampel führt mit ihrer Politik zu einem absoluten Chaos und sie führt dazu, dass die Leute verunsichert sind und wir haben viele Fälle bundesweit, wo tatsächlich Bußgelder auch verhängt worden sind, wo Leute bestraft worden sind und zwar nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch bei der Bundeswehr, wo wir immer noch diese ganzen Probleme haben. Hören Sie endlich auf, die ungeimpften Menschen in diesem Land zu drangsalieren. Hören Sie auf mit der Diskriminierung. Deutschland braucht nicht noch mehr Bürokraten, die Aktenstapel wälzen, sondern Deutschland braucht mehr Menschen, die bereit sind, anzupacken. Die meisten von uns werden irgendwann mal alt oder krank sein. Und dann ist es völlig egal, wie viele Amtsschimmelviren. Was dann zählt, ist, wie viele Pflegekräfte, Ärzte und andere Menschen in Heilberufen da sind, um uns zu helfen. Mein Vorschlag, stampfen Sie 1.000 Ihrer neuen Stellen ein und bezahlen Sie damit alle Bußgelder der von Ihnen nun über zwei Jahren drangsalierten ungeimpften Fachkräfte und der ungeimpften Soldaten. 19% Übersterblichkeit hatten wir allein im Oktober. Auch in den Monaten davor gab es deutliche Übersterblichkeit. In einem sind die Experten sich einig, nämlich dass diese Übersterblichkeit andere Ursachen als Corona haben muss. Die Bundesregierung unternimmt nichts, um das zu untersuchen, und auch im Haushalt für nächstes Jahr sind keine Gelder dafür vorgesehen. Es könnten ja schließlich unangenehme Ergebnisse dabei herauskommen, nicht wahr? Es ist zutiefst beschämend, Herr Lauterbach, wie Sie sich vor Ihrer Verantwortung wegducken. 200 Millionen für eine unnütze Warn-App, hunderte Millionen Werbung für nur an Mäusen getestete Impfstoffe und Abermilliarden für Masken und Impfstoffe. Dafür war Geld da und dafür ist Geld da. In der Gesundheitsversorgung hingegen fehlt es. Viele Arztpraxen und Facharztpraxen stehen vor dem Aus wegen Energiekosten, Inflation und dem hohen Alter der Ärzte. Dabei müssen viele Patienten jetzt schon auf Arzttermine viele Monate warten. Wie wird das erst in Zukunft werden? Und noch schlimmer sieht es bei den Hebammen aus, die sie absolut stiefmütterlich behandeln. Obendrein fehlen Zehntausende Fachkräfte. Egal, ob Sie, Herr Lauterbach, oder Ihr Amtsvorgänger Spahn, viel zu lange wurde Geld vor allem investiert, um die Ideologie der Regierenden und die Interessen der Lobbyisten zu befriedigen. Damit muss Schluss sein. Nicht die Menschen müssen der Politik dienen, sondern die Politik muss endlich wieder den Menschen dienen. Und weil dieser Haushalt nicht den Menschen dient, sondern den Politikern und den Lobbyisten, lehnen wir ihn ab. Vielen Dank, Herr Kollege. Der Bundestag debattiert über den Einzelplan 15 Gesundheit. Mit 24,5 Milliarden Euro gibt es deutlich weniger Geld als im vergangenen Jahr. Da waren es noch 64,36 Milliarden. Die Folgen der Pandemie in diesem Jahr
muss ich sagen, nicht im letzten, mit 64,36. Im kommenden soll es dann 24,5 geben. So ist es richtig. So, und die nächste Rednerin ist Paula Piechotta von den Grünen. Gerade nach diesem Negativbeispiel vielen lieben Dank, Helge Braun. Sven Kindler hat am Anfang der Woche gesagt, dass man die Union in der Opposition manchmal nicht versteht, gerade auch was Haushaltsklarheit und Wahrheit angeht. Für den Einzelplan 15 muss man sagen, wir verstehen Sie sehr gut und wir empfinden das als sehr konstruktive Opposition, die Sie in dem Bereich wahrnehmen. Und deswegen an der Stelle großen Dank an Sie, aber auch natürlich an alle meine Mitberichterstatter, insbesondere auch Svenja Stadler und Carsten Klein. Wir haben uns ja heute auch aus Versehen farblich abgesprochen. So gut funktioniert die Ampel im Einzelplan 15. Ich habe in den letzten Wochen versucht, die Realität der Deckblätter während der Haushaltsverhandlungen zum Einzelplan 15 mit der Realität vor Ort im Gesundheitswesen in Einklang zu bringen und immer wieder miteinander abzugleichen. Ich war deswegen viel unterwegs, auch in den Kliniken meiner Region, sehr unterschiedliche Ostsachsen, Westsachsen, kleine Häuser und große Häuser, teilweise in kirchlicher, teilweise in privater Trägerschaft. Und man würde ja denken, dass in dieser Zeit, wo ganz Deutschland über steigende Energiepreise und Inflation redet, dass das auch das drängendste Thema in den Kliniken wäre. Aber das war tatsächlich nicht so, weil der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen so eklatant ist, dass er selbst aktuell die Frage der Inflation und Energiepreise überstrahlt. Kliniken, die teilweise inzwischen ihr Personal so stark zentralisieren müssen, zusammenziehen müssen im OP-Trakt, damit wenigstens der OP-Betrieb läuft. Wo wir früher Probleme hatten, Patienten in die Anschlussbehandlung, in die Pflege weiter zu entlassen, ist inzwischen nicht mal mehr die Pflege das Nadelöhr, sondern der Krankentransport, der die Patientinnen und Patienten abtransportieren könnte in einzelnen Kliniken meiner Region. Der Fachkräftemangel ist das eklatanteste Problem weiterhin im Gesundheitswesen, auch in diesem Jahr. Und da werden Ihnen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bestätigen, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Und es wird vor allen Dingen auch daran deutlich, dass wir ja in den letzten 3 Jahren erhebliche zusätzliche Gelder in die Kliniken gesteckt haben. Wenn wir die letzten 3 Jahre zusammennehmen mit den Krankenhausausgleichszahlungen, den Intensivbettenförderungen und den Versorgungszuschlägen, 22,233 Milliarden on top für die deutschen Kliniken. Und das wird auch, da wird auch so ein bisschen deutlich, das Ende des Lösungsansatzes mehr Geld für strukturelle Probleme im Gesundheitswesen, wenn man sieht, dass trotz dieser 22 Milliarden kein einziges Problem im Klinikbereich gelöst ist nach diesen 3 Jahren, sondern wir jetzt nach den letzten 3 Jahren ins nächste Jahr gehen und jetzt den Härtefallfonds für die Kliniken auflegen, nochmal bis zu 10 Milliarden, weil einfach grundlegende strukturelle Probleme im Klinikbereich nicht gelöst sind, meine Damen und Herren. Dieser Härtefallfonds ist im Einzelplan 60 angesetzt. Und wir fanden es aber als Berichterstatter im Gesundheitsbereich unglaublich wichtig, den mit einer Maßgabe zu versehen. Denn dieser Härtefall ist notwendig, weil die Länder in den letzten Jahren strukturell ihre Kliniken unterfinanziert haben. Die Krankenhausinvestitionskostenfinanzierung, jedes Jahr geschätzt 4 Milliarden, die die Länder dort nicht zur Verfügung stellen. Und die deswegen nicht vorhandene Gebäudemodernisierung, die deswegen nicht vorhandene Energieeffizienz ist ja eine Voraussetzung dafür, dass wir jetzt in dieser aktuellen Situation der notwendigen größeren Energieeffizienz, der hohen Energiepreise überhaupt als Bund wieder die Lücken füllen müssen, die teilweise die Länder gerissen haben. Und das ist kein nachhaltiger Lösungsansatz. Und deswegen haben wir auch als Haushaltsausschuss mit guter Mehrheit der Bundesregierung jetzt mitgegeben, dass sie sofort in Gespräche mit den Ländern eintreten muss, um sofort Programme aufzulegen zur energetischen Sanierung. Denn wir müssen hier nicht nur als Haushaltsausschuss des Bundestages, sondern auch als Patientinnen und als Beschäftigte im Gesundheitswesen den Ländern zutrauen, was die Länder sich selber nicht zutrauen, nämlich ihre eigenen Aufgaben endlich auch suffizient wahrzunehmen, meine Damen und Herren. Denn zur Wahrheit gehört auch, wenn wir uns die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen anschauen, zum Beispiel, wie sie dieses Jahr für 2020 veröffentlicht wurden. Knapp 441 Milliarden Euro, die das Gesundheitswesen in Deutschland jedes Jahr umsetzt. Das ist fast so groß wie ein gesamter Bundeshaushalt, auch in diesen Zeiten. Und das macht auch deutlich, wie begrenzt an der Stelle auch die Möglichkeiten eines einzelnen Akteurs, wie zum Beispiel des Bundes, sind. Der Bund kann nicht allein mit Mitteln des Bundeshaushaltes die schwerwiegenden strukturellen Probleme im Gesundheitswesen lösen. Wir können auch hier nur Symptomlinderung machen. Wir kommen an den grundlegenden strukturellen Reformen auf allen Ebenen, auch mit den Ländern, auch mit den Kommunen und vor allen Dingen auch mit der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen einfach nicht vorbei. Sonst werden wir jedes Jahr nur weitere Symptomlinderungen machen, die sehr teuer ist und aber keine Probleme grundlegend löst. Jetzt lassen Sie mich noch
kurz einzelne kleine Schlaglichter auf kleinere Projekte werfen, die wir auch im Einzelplan 15 angesprochen haben. Svenja Stadler hat dankenswerterweise schon einige genannt. Ich möchte noch die Long-Covid-Beratung ergänzen. Viele Patientinnen und Patienten sind gerade sehr stark davon beeindruckt, wie viele Informationen über Long-Covid im Umlauf sind, die teilweise auch schwer für Patientinnen und Patienten überprüfbar sind. Hier stärken wir die neutrale, faktenbasierte Beratung für eine Übergangszeit, bis das Gesundheitswesen das selber vollständig auffangen kann. Wir stärken, wie Svenja Stadler richtigerweise gesagt hat, UNAIDS und den Global Health Hub. Wir stärken auch den nationalen Präventionsplan. Und ja, wir haben, und das bin ich, an der Stelle bin ich auch der Union und der Linkspartei sehr dankbar, mit fast Einstimmigkeit die Kürzungen im Bereich Suchtberatung, die das Bundesgesundheitsministerium unerklärlicherweise wieder reduziert hatte, vollständig zurückgenommen. Der Haushaltsausschuss hat hier zwischen Opposition und Koalition sehr klar gemacht, dass er das als eine extrem wichtige und zentrale Aufgabe, gerade auch nach der Pandemie und gerade auch in Zeiten der Cannabis-Legalisierung ansieht. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an Helge Braun und Gesine Lütsch an der Stelle. Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Das wird Ihnen jeder Mitarbeiter und jeder Patient im Gesundheitswesen bestätigen. Und ich freue mich, dass wir im nächsten Jahr in dieser guten Konstruktivität, die wir in den Beratungen des Einzelplans 15 haben, uns auch daran machen, das Gesundheitswesen und die Pflegeversicherung tatsächlich jetzt endlich auf sehr viel stabilere Füße für die kommenden Jahre zu stellen. Vielen herzlichen Dank. Paula Pichotta war auch die Berichterstatterin für die Bündnisgrünen für den Einzelplan 15 Gesundheit. Und Gesine Lötsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linke, ist auch Berichterstatterin für ihre Fraktion für den Bereich Gesundheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Karl Lauterbach will nun als knallharter Sanierer auftreten. Ich sage Ihnen aber, wir brauchen keinen Minister, der unser Gesundheitssystem auf noch mehr Profit trimmt. Wir brauchen einen Gesundheitsminister, der dafür sorgt, dass kranke Menschen ordentlich versorgt werden, meine Damen und Herren. Nun hat es der Sozialdemokrat Lauterbach auf die Hebammen abgesehen. Die Hebammen sollen nicht mehr von den Krankenkassen finanziert werden, sondern von den Krankenhäusern. Den Krankenhäusern steht aber das Wasser bis zum Hals. Sie sollen in den kommenden zwei Jahren nur 6 Milliarden Euro als Inflationsausgleich erhalten. Sie brauchen aber 15 Milliarden, um überleben zu können. Und nun sollen diese Hebammen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern zerrieben werden. Das darf nicht geschehen, meine Damen und Herren. Eine Petition gegen diese verwerfliche Idee wurde von 1,2 Millionen Menschen unterschrieben. Und nun kam Herr Lauterbach zu der erstaunlichen Erkenntnis, der wirtschaftliche Druck vertrage sich nicht mit dem Berufsbild. Ich frage Sie, verträgt sich wirtschaftlicher Druck mit dem Berufsbild der Krankenschwester oder der Ärztin? Nein, sagen wir, Gesundheit und Profitmacherei müssen sich ausschließen, meine Damen und Herren. Immer mehr Kinderärzte berichten mir, dass sie keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Ein Arzt aus meinem Wahlkreis in Berlin hat mir eine Grafik geschickt. Sie zeigt eine steile Kurve nicht gezahlter Honorare von 2009 bis 2022. Er arbeitet trotzdem weiter, weil er Kinder und Eltern nicht nach Hause schicken will. Mich rufen Mütter an, die händeringend einen Kinderarzt suchen. Das sind doch unhaltbare Zustände. Wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht weiter kaputt sparen. Das wäre zutiefst inhuman, meine Damen und Herren. Und nun ist ja die Misswirtschaft und die Mangelwirtschaft schon bei der Medikamentenversorgung angekommen. Es ist doch absurd, dass in unserem Land Fieberhustensaft zur Mangelware wird. Nehmen Sie Ihre Verantwortung dort wahr, Herr Lauterbach. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Schuldenbremse schlägt erbarmungslos zu. Ganz anders als zum Beispiel bei der Bundeswehr. Für die scheint das nicht zu existieren. Sie von der Koalition und auch von der Union haben kein Problem, im kommenden Jahr insgesamt 72 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr auszugeben. Ich frage Sie, sind neue Panzer, Flugzeuge und Granaten mehr wert als die Gesundheit unserer Bevölkerung? Nein. Ich finde, es ist ein humaner Umgang mit kranken Menschen, ein Wert, den wir verteidigen müssen. Unser Gesundheitssystem darf nicht kaputt gespart werden. Herzlichen Dank. Gesine Lütsch hat einen wichtigen Bereich angesprochen, tatsächlich der Mangel an Kinderärzten, auch der Mangel Ärzten auf dem Land. Das ist weiter so und ist auch noch nicht besser geworden. Das ist ein Riesenproblem auch für den Bereich Gesundheit in Deutschland. Carsten Klein jetzt, der Berichterstatter der FDP.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Etat des Gesundheitsministers war natürlich in den letzten Jahren massiv dominiert von den Ausgaben für die Bekämpfung des Coronavirus. In 2021 haben wir 28,9 Milliarden Euro für die Bekämpfung verausgabt, 2022 in diesem Jahr 47,3 Milliarden Euro geplant und jetzt für 2023 nach der Bereinigungssitzung 4,9 Milliarden Euro. Das sind Ausgaben für die Ausgleichszahlungen in den Krankenhäusern, für die Pflegeversicherung, für die Krankenversicherung, für die persönliche Schutzausrüstung, Masken, für Impfen, fürs Testen und für Medikamente. Und diese großen Zahlen zeigen zweierlei. Zum einen, dass es natürlich richtig war, in einer Krise mit massiven Haushaltsmitteln gegen diese Krise anzukämpfen. Aber sie zeigen auch, jetzt, wo die Pandemie am Auslaufen ist, dass wir diese Haushaltsmittel auch wieder ausschleifen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Krisenstrukturen dürfen nicht auf Dauer finanziert werden. Und da ist ja die Diskussion um die Testverordnung in den letzten Tagen wirklich symbolisch gewesen. Herr Minister, ich möchte mich an der Stelle auch noch mal ausdrücklich bei Ihnen und bei Ihrem Haus bedanken, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen. Wir sind uns nicht übereinig, welche Maßnahmen in welcher Geschwindigkeit ausgeschliffen werden sollen, was zurückgefahren werden muss, aber am Ende erzielen wir immer gute Kompromisse für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und nach einem Zwischenschritt im Sommer, wo wir ja schon die anlasslosen, die symptomfreien Tests mit einer Zuzahlung belegt haben, fokussieren wir uns jetzt im nächsten Schritt, Herr Minister, auf die vulnerablen Gruppen in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen zu Hause. Das setzt den richtigen Akzent in der jetzigen Situation und ist der Lage angemessen. Denn alle offiziellen Statistiken, egal ob ich mir die Inzidenzwerte anschaue, die Hospitalisierung oder auch die, die aufgrund von Corona auf Intensivstationen behandelt werden müssen, gehen ja Gott sei Dank alle zurück. Diese Zahlen dürfen uns aber nicht davor abhalten, auch die Lehren aus dieser Krise zu ziehen. Und ich glaube, bei einer Lehre sind wir uns in dem Haus alle einig, außer einer Fraktion, nämlich wenn es darum geht, dass wir Pandemie nur gemeinsam international bekämpfen können. Und deshalb ist es richtig. Deshalb ist es richtig, dass die Koalition die Mittel für die internationale Gesundheitsversorgung noch mal um 4,75 Millionen Euro in der Bereinigungssitzung aufwachsen lassen hat. Da auch noch mal ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen der Koalitionsfraktionen, liebe Svenja, liebe Paula, aber natürlich auch, lieber Helga, an euch. Ich will aber trotzdem da auch noch mal richtigstellen, wenn man die bei der internationalen Gesundheitsversorgung ACTA herausrechnet, also die Mittel, die in der Corona-Krise wirken sollten, vor allem bei der internationalen Impfkampagne, dann sind die Mittel aufwüchse im Vergleich zum Beispiel zu 2020 geben wir 45 Millionen Euro mehr aus für die internationale Gesundheitsversorgung in 2023. Und deshalb, glaube ich, kann man von einem rückwärtsgewandten Schritt hier nicht sprechen. Eine weitere Lehre muss natürlich die Frage sein, wie wir in Zukunft wieder die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern richtig justieren. Eigentlich ist das klar geregelt. Katastrophenschutz, Infektionsschutz ist Ländersache. Und deshalb müssen die Länder jetzt die Vorbereitungen treffen, in der nächsten Pandemie auch aus eigener Kraft handlungsfähig zu sein. Da geht es um die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die jetzt vom Bund wieder mitfinanziert wird. Da geht es natürlich um die Frage, wer trifft denn Vorsorge für persönliche Schutzausrüstung in Zukunft? Alles Länderaufgaben. Und deshalb, Herr Minister, glaube ich, neben den anderen Aufgaben müssen wir auch hier in Gespräche eintreten, dass die Länder jetzt ihre Aufgabenliste endlich erfüllen, um in der nächsten Pandemie dann auch schlagkräftig zu sein. Die Herausforderungen im Gesundheitssystem sind mannigfaltig. Digitalisierung ist ein großes Thema. Deshalb ist es auch richtig, dass wir gemeinsam in der Koalition noch mal 5 Millionen Euro für die digitale Gesundheitsagentur in der Bereinigungssitzung zur Verfügung gestellt haben. Wir können enorme Potenziale mit der Digitalisierung im Gesundheitssystem heben. Das macht aber auch erforderlich, dass auch hier die Länder mitziehen, nämlich wenn digitale Infrastruktur in den Krankenhäusern investiert werden muss. Das ist Ländersache. Dafür gibt es einen Bundestopf zur Anfinanzierung. Aber die Länder müssen auch hier ihrer Verantwortung endlich gerecht werden. Und dann ist es absolut richtig, dass wir als Koalition natürlich den Krankenhäusern auch in dieser Energiekrise helfen. Die Krankenhäuser werden unter der Gas- und Strompreisbremse natürlich auch subsumiert werden. Die werden daneben noch den Härtefall vorbekommen. Alles das, was wir diese Woche ja haushalterisch auch auf den Weg bringen. Das heißt, diese Vorsorge ist getroffen. Jetzt muss das natürlich noch gesetzgeberisch umgesetzt werden. Aber da sind wir auf einem sehr guten Ziel geraten. Und deshalb, glaube ich, können sich die Krankenhäuser in dieser Krise auf diese Koalition verlassen. Und sie sollten sich in Zukunft auch auf die Länder verlassen können, damit sie endlich ihren Investitionsstau abbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Klein.
Das Wort hat nun der Kollege Dino Sorge, CDU-CSU-Fraktion. Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Dino Sorge. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das ja toll, dass ich jetzt hier auch die Haushälter noch mal so umarmen und sagen, wie toll die Haushaltsberatungen waren. Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushaltsplanungen, so wie sie jetzt sind, und die Ampel im Grunde ein einziger Widerspruch sind. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Wir haben ja die Situation, dass wir von einer pandemischen Lage in eine endemische Lage übergehen. Und da wäre es ja auch Aufgabe gewesen, der Koalition, des Ministers, das entsprechend im Haushalt auch abzubilden. Mein Kollege Helge Braun hat ja darauf hingewiesen. Wir haben die völlig skurrile Situation, dass wir auf der einen Seite jetzt eine Impfkampagne von 60 Millionen für das nächste Jahr bekommen sollen, obwohl überhaupt nicht klar ist, wie diese Impfkampagne beim Bürger ankommen soll. Und insofern sage ich Ihnen auch, Herr Minister, Sie haben auch der Kampagne einen Bärendienst erwiesen, als Sie gesagt haben, das seien alles echte Menschen. Und dann stellt sich heraus, dass es gecastete Schauspieler waren. Also das sollten wir uns so in der Form nicht antun. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja, wie gesagt, durchaus gute Nachrichten. Also die gute Nachricht ist, dass die pandemische Lage sich entspannt. Glücklicherweise auch viele Panikprognosen des Ministers so nicht eingetreten sind. Und insofern hätte ich mir auch gewünscht, hätten wir uns auch als Unionsfraktion gewünscht, dass in den Haushaltsberatungen viele gute Anregungen, die wir gebracht haben, auch berücksichtigt worden wären. Und insofern muss man sich doch auch überlegen, ist es sinnvoll, 2,9 Milliarden in den Haushalt fürs nächste Jahr einzustellen für Impfstoffe, in dem Wissen, dass wir schon jetzt Millionen von Dosen verwerfen werden müssen, weil wir leider auch diese Dosen nicht verimpft bekommen. Und insofern hat das mit Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit an der Stelle überhaupt nichts zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister Lauterbach, genau das ist ja der große Widerspruch in Ihrer Haushaltspolitik. Einerseits reduzieren Sie Testangebote, Sie beenden kleinlaut die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wo wir als Union schon vor Monaten darauf hingewiesen haben, sich da klar zu positionieren und nicht auf dem Rücken der Pflegekräfte auszutragen, wie diese einrichtungsbezogene Impfpflicht letztendlich ausläuft. Sie wird zum Jahresende auslaufen, das ist gut, aber hätte schon viel früher passieren müssen. Insgesamt muss man sagen, läuft die Debatte ein Haushalt unter Vorbehalt. Die Ampel lässt alle großen Fragen zur Finanzierung offen. Und ich sage Ihnen auch, warum. GKV, Finanzstabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Da machen Sie eine kleine Reform, aber gehen nicht die strukturellen Reformen an. Im Bereich der Krankenhäuser sagen Sie jetzt, ja, es kommt eine Hilfe, aber die große Reform kommt erst im nächsten oder übernächsten Jahr. In der Pflegeversicherung tun Sie nichts. Bei der Frage Digitalisierung ist alles auf Standby gesetzt. Also insofern gehen Sie endlich ins Handeln über. Das ist ein Haushalt, wie ich sagte, genau wie die Ampel, voller Widersprüche. Das ist für solides Haushalten viel, viel zu wenig. Es ist jetzt ein Jahr Regierungszeit vorbei. Kommen Sie endlich ins Handeln und ins Umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sorge. Ja, und die Vorwürfe der Opposition, die kann jetzt der zuständige Bundesminister direkt beantworten. Karl Lauterbach hat jetzt das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, dieser Haushalt ist geprägt durch ein Nebeneinander der Bewältigung von großen Krisen, Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflationsanstieg, also große Krisen, und auf der anderen Seite notwendigen Reformen. Und diese Reformen sind immer unmittelbar notwendige Reformen und Gestaltungen. Und alle Bereiche gehen wir an. Gehen wir mit, das ist auch das, was von uns erwartet werden kann. Wir gehen alle Bereiche an. Aber bevor ich hier ausführe, möchte ich mich erst einmal ganz herzlich bedanken bei allen, die diesen Weg mitgehen. Wir arbeiten ja derzeit mit sehr hoher Taktung. Das gilt für die Haushälter. Vielen Dank an alle Fraktionen, was die Haushälter angeht. Ich bedanke mich bei den Fraktionen, bei den Gesundheitspolitikern. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im BMG und den untergeordneten Institutionen. Das Tempo ist derzeit hoch. Wir haben viel vor uns, aber ohne diese Mitarbeit, das Miteinander, diesen Teamgeist würde es nicht funktionieren. Daher mein Dank auch an alle hier im Haus, die konstruktiv mitgearbeitet haben. Ich komme zunächst kurz zur Pandemie zu sprechen. Und hier ist die gute Nachricht. Ja, es ist so. Wir haben hier Hinweise auf eine Entschärfung der Situation. Das hängt damit zusammen, dass die Art und Weise, wie das Virus sich weiter verbreitet,
in eine Sackgasse zu geraten scheint, in dem eben nur noch geringe Veränderungen möglich sind, für das Virus noch ansteckender zu werden. Somit gehen diesbezüglich tatsächlich die Nachrichten wissenschaftlich in die richtige Richtung. Wenn es jetzt keine Sprunginnovation durch das Virus mehr gibt, dann sehen wir tatsächlich im nächsten Jahr Möglichkeiten, mit dem Virus ganz anders umzugehen. Aber an der gleichen Stelle möchte ich jetzt auch sagen, verlieren wir jetzt bitte nicht die Geduld, wir die Vernünftigen hier im Haus. Denn wenn wir diese Zeit noch bewältigen, wenn wir jetzt die Feiertage absichern, wenn wir die älteren Menschen und die Vorerkrankten jetzt absichern, wenn wir noch einmal vorsichtig sind, dann können wir mit einer Bilanz durch diese Pandemie gehen, die besser ist als die vieler anderer europäischer Länder. Daran haben alle hier mit beigetragen. Da hat auch die Opposition, hat auch die Union mit beigetragen. Daher bitte ich um Ihre Hilfe, Ihre Geduld. Wir haben hier noch ein paar Monate, wo es schwerer sein wird. Dann können wir anders damit umgehen. Lassen Sie uns bitte jetzt nicht im Stich und auch nicht diejenigen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ich möchte es auch sagen, also beispielsweise die Aufhebung der Isolationspflicht, das ist eine total legitime Frage. Eine vollkommen legitime Frage. Aber wir wollen bei der Isolationspflicht erst einmal bleiben, weil diejenigen, die zur Arbeit gehen, die beispielsweise Risikofaktoren haben, die erkrankt sind, Krebskranke, Leukämiekranke, diejenigen, die sich nicht gut durch Impfung schützen können, die verdienen einen sicheren Arbeitsplatz. Das müssen wir wahrnehmen. Die Isolationspflicht ist die Möglichkeit, die wir haben, um zu verhindern, dass der Einzelne nicht in Angst sich am Arbeitsplatz aufhält. Muss. Die Reformen, die vor uns liegen, betreffen vier Bereiche. Zum einen die Finanzierung. Da haben wir große Finanzierungsreformen vor uns bei der gesetzlichen Krankenversicherung, aber auch bei der Pflege. Große Defizite mussten bereits beseitigt werden, aber wir machen eine große Finanzierungsreform. Wir werden in der Pflegeversicherung in zwei Schritten vorgehen. Zunächst bis zum 1.7. den Beitragssatz stabilisieren. Dann werden wir die Leistungen dynamisieren und auch die Eigenanteile in der Pflege reduzieren. Wir werden darüber hinaus in der Krankenversicherung den Steueranteil für Arbeitslosengeld II-Empfänger und auch den Steuerzuschuss erhöhen müssen, sodass die Finanzstabilität der GKV gesichert ist. Aber wir haben erst einmal hier eine Reform gemacht, womit wir die Lage stabilisiert haben. Wir machen jetzt die Strukturreform. Das Gleiche machen wir auch im Krankenhaussektor. Im Krankenhaussektor hat es unmittelbaren Handlungsbedarf gegeben. Wir brauchten unmittelbar eine Lösung für die Kinderkliniken. Die Kinderkliniken waren von der Insolvenz bedroht. Wir brauchen unmittelbar eine Situationsverbesserung in der Geburtshilfe. In der Geburtshilfe, die kleinen Geburtshilfekliniken kommen nicht zurecht. Daher wird dort unmittelbar reagiert. Wir brauchen eine Lösung für die tagesstationäre Versorgung, weil oft übernachten die Patienten im Krankenhaus nur, weil der Fall sonst nicht abgerechnet werden kann. Es gibt keine medizinischen Gründe dafür. Das beseitigen wir es. Und wir müssen endlich einen neuen Sektor schaffen, dass die gleiche Leistung, die im Ausland längst ambulant erbracht werden kann, auch bei uns ambulant erbracht werden kann, sodass wir dort Pflegekräfte entlasten. Diese Patienten werden in Deutschland nur deshalb noch stationär versorgt, weil es sonst nicht gemacht werden kann. Daher diese schnellen Reformen und ein Pflegeentlastungsgesetz bringen wir auf den Weg. Und an dem Tag, nachdem wir diese Gesetze beschlossen haben, werden wir auch schon unser Konzept für eine große Reform im Krankenhaus vorstellen, wo wir die Überwindung der Fallpauschalen vorstellen. Darauf warten wir seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren wissen wir, dass das Fallpauschalengesetz zu einem Hamsterrad-Effekt in den Kliniken geführt hat. Und wir werden jetzt nach 20 Jahren werden wir diese Reform durchführen. Somit wir arbeiten im hohen Tempo und wir werden daher die Krankenhausversorgung deutlich entökonomisieren und dafür sorgen, dass endlich die medizinische Indikation, dass die medizinische Arbeit wieder voll im Vordergrund steht und nicht mehr die ökonomischen Anreize.
einem ähnlichen Stillstand, und es wird ja hier zu Recht darauf hingewiesen, wir müssen arbeiten, einen ähnlichen Stillstand haben wir auch bei der Digitalisierung. Bei der Digitalisierung reden wir seit ewiger Zeit über die Einführung der elektronischen Patientenakte. Nie ist es gekommen. Jetzt schaffen wir in einem kurzfristigen Gesetz die dafür notwendigen Voraussetzungen, zum Beispiel bei der Authentifizierung derjenigen, die dies nutzen wollen. Und dann schaffen wir in einem großen Digitalgesetz sofort danach auch die strukturellen Voraussetzungen, dass sich die elektronische Patientenakte befüllen kann. Schauen wir uns doch an, was international alles möglich war durch eine gut funktionierende elektronische Patientenakte, was wir nicht machen konnten. Wir haben doch viele Dinge in der Pandemie nicht machen können und haben von ausländischen Daten profitieren können, die wir zum Glück bekommen haben, auch aus Israel. Wir wollen demnächst so weit sein, dass sich das Ausland auch für unsere Informationen und Daten interessiert und dass wir nicht die Bittsteller sind für Daten in anderen Ländern, weil wir die elektronische Patientenakte nie auf den Weg gebracht haben. Daran arbeitet die Ampel. Wir reden nicht darüber, Herr Sorge, wir machen es, und zwar mit höchster Geschwindigkeit. Herr Minister, erlauben Sie zwei Zwischenfragen aus den Fraktionen von Herrn Sorge, CDU, CSU, und aus der Fraktion Die Linke. Ich würde die Zwischenfragen zulassen, ja. Bitte. Tino Sorge, CDU, CSU. Ja, vielen Dank, Herr Bundesgesundheitsminister. Das Thema Datennutzung will ich gar nicht weiter adressieren, weil wir hätten in der letzten Legislatur ja die Möglichkeiten gehabt, beim Forschungsdatenzentrum auch Datennutzung besser zu ermöglichen, nicht nur für öffentliche Institutionen, sondern auch für private Unternehmen, forschende Gesundheitsunternehmen. Das ist leider an Ihrem Widerstand gescheitert, das muss ich hier mal so klar sagen. Aber mich würde eher interessieren, Sie haben jetzt wieder viel angekündigt, welche Reformen geplant sind, was kommen soll. Und deshalb würde mich ganz konkret interessieren, wann kommt der Entwurf zur Krankenhausstrukturreform? Vielen Dank. Ja, zunächst vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, dass wir die fünf große Reformen im Krankenhaus, die Entlastung bei der Energie, Gaspreis, Strompreis, indirekte Energiekosten, hoffen wir in der nächsten Woche beschlossen zu haben. In der nächsten Woche hoffen wir zu beschließen, das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Dann als dritte Reform, wir werden in der nächsten Woche beschließen, die bessere Vergütung der Kinderkliniken. Als vierte Reform, wir werden in der nächsten Woche beschließen, dass die Geburtshilfe besser bezahlt wird. Als fünfte Reform, wir werden in der nächsten Woche beschließen, dass die tagesstationäre Versorgung eingeführt wird. Und als sechste Reform, wir werden in der nächsten Woche beschließen, dass die Hybrid-DRGs kommen. Somit haben wir sechs Reformen, die da kommen. In der letzten Legislaturperiode hat es keine einzige gegeben, nur zur Erinnerung. Von daher, glaube ich, können wir gut dastehen und werden unmittelbar, nachdem wir diese sechs Reformen gebracht haben, werden wir das große von der Expertenkommission, Regierungskommission, Krankenhaus vorbereitete DRG-Reformgesetz vorlegen, wo wir die DRGs dann überwinden werden. Somit werden wir in sehr kurzer Zeit sehr intensiv arbeiten. Das haben wir auch in den letzten Wochen schon getan. Und ich muss offen sagen, wenn ich ganz direkt hier sein kann, das ist einfach, was wir jetzt machen, sind zum Teil Aufholarbeiten von Reformen, die über Jahre hinweg liegen geblieben sind. So, die weitere Frage aus der Fraktion Die Linke. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich bin auch über die Ankündigungen sehr gespannt, die Sie ja immer wieder machen. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, die dieses Jahr im Haushalt nicht mehr vorhanden ist, im letzten Jahr war und worüber sich sehr viele Pflegekräfte wieder beschweren. Ich möchte die Frage mit der Hoffnung verbinden, dass Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen, an die Pflege wenden können, um diesen Flexit noch zu verhindern, der jetzt gerade wieder erneut ansteht. Ich spreche von den 1 Milliarde. Herr Kollege Pantatis hat es, glaube ich, 1.000 Millionen genannt, dass das Pflegebonus den Pflegekräften zur Verfügung stand. Es kommt jetzt gerade bei den Leuten an, wie viele Menschen es in der Pflege nicht bekommen werden, wie viele von diesem Pflegebonus nicht berücksichtigt werden. Es war sozusagen nach dem Klatschen, was 2 Jahre lang um 9 Uhr immer anhielt, sozusagen die Leistung, die auch ausgezahlt wurde an den Pflegekräften. Das merken die Menschen jetzt, die sich noch in der Pflege befinden, was bei ihnen alles nicht ankommt und wer das ganze Geld nicht erhält. Jetzt haben Sie eine erneute Ankündigung für eine Pflegeentlastung nächste Woche, die von dem Finanzminister, also unter Vorbehalt der Finanzierung des Finanzministers steht. Und ich möchte Sie bitten, sich an die Pflegekräfte zu wenden, mit welchen Reformen Sie den Menschen helfen werden, dass sie wirklich sich noch in der Pflege befinden oder wieder zur Pflege zurückkommen werden, weil momentan liegt nichts vor, was diesen Pflegekräften irgendwie oder dem Flexit irgendwie Einhalt gebieten wird. Vielen, vielen Dank.
Attis Gürpina war das von der Linken. Offen gesagt fällt es mir sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil offenbar verfolgen Sie dann die Diskussionen nicht, die wir seit Monaten im Ausschuss haben. Ich habe ja schon ausgeführt, wir machen das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Der Pflegebonus ist umgesetzt. Es gibt mehr als 3.000 Euro in der Krankenpflege, in der stationären Pflege und in den Pflegeeinrichtungen sind die Mittel ausgezahlt worden. Da hat es am Anfang kurze Verzögerungen gegeben. Darüber haben wir berichtet, dass sie behoben werden konnten. Somit sind die Pflegeboni ausgezahlt. Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz sieht darüber hinaus vor. Bitte lassen Sie mir, also wenn Sie eine Frage stellen, dann wäre es höflich, wenn Sie nicht zwischenreden, weil sonst. Ja, es macht keinen Unterschied. Also wenn Sie in der Fraktion so höflich, sein könnten, dass ich Ihrem Kollegen die Frage beantworten kann. Wir haben wirklich im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz haben wir zahlreiche Maßnahmen, die die Pflege unmittelbar entlassen will. Zum Beispiel die tagesstationäre Versorgung. Dann werden halt zahlreiche Nachtdienste nicht notwendig sein. Wenn wir durch das Hybrid-DRG-Gesetz dazu führen, dass diese vielen stationären Aufenthalte, die wir nur haben, damit sie abgerechnet werden können, wenn nicht also ambulant gemacht werden können, dann wird das die Pflege entlasten können. Wir werden also in der Kinderkrankenpflege und auch in der Geburtshilfe werden wir die Pflege entlasten. Wir rechnen die Hebammen komplett auf das Pflegebudget an. Das gibt mir die Möglichkeit, auch zu berichtigen, was Sie falsch gesagt haben, Frau Lötsch. Also auch die Hebammen werden nicht von den Krankenhäusern bezahlt, sondern werden von den Krankenkassen bezahlt. Selbst in Ihrem Beitrag war das falsch. Ich will nur sagen, es geht hier wirklich nicht um Polemik, sondern es geht darum, dass wir die Gesetze, die wir durchaus kritisch diskutieren, dass wir sie auch wirklich, dass wir uns die Mühe machen, die Gesetze wirklich auch zu verstehen. Denn es gibt immer auch, also sozusagen in der Umsetzung, Differenzen, da lernt man voneinander. Aber diese Frage zeigt aus meiner Sicht, ohne dass ich hier polemisch erscheinen möchte, dass Sie sich nicht ausreichend mit dem Gesetz beschäftigt haben. Ich komme zu dem Digitalbereich zurück. Wir werden im Bereich der Digitalisierung somit die Voraussetzungen für die elektronische Patientenakte bringen. Wir werden sie dann umsetzen. Wir brauchen da große Würfel. Wir wollen wieder dort führend sein. Und lassen Sie mich zum Schluss auf einen Bereich noch zu sprechen kommen, der ebenfalls in massiver Form reformbedürftig ist. Wir müssen ein Versorgungsgesetz machen für die Menschen, die in den Gesundheitssystemen arbeiten, und zwar in jedem Bereich. Wir brauchen mehr Medizinstudierende. Wir brauchen endlich die Umsetzung des Masterplans 2020. Wir brauchen eine bessere Approbationsordnung. Wir brauchen eine bessere Regelung der Ausbildung der Psychotherapeuten. Wir brauchen eine verbesserte Verteilung der Psychotherapeuten, sodass man auch dort versorgt werden kann, wo es von den Verhältnissen her prekär ist. Wir brauchen mehr Pflegepersonal aus dem Ausland, aber nicht von dort, wo das auch gebraucht wird. Und wir brauchen eine bessere Ausbildung in den Heilberufen, an nebeneinander akademisierten Ausbildungen und der beruflichen Ausbildungen. Auch das werden wir alles angehen. Somit, wir haben viel vor uns. Ich darf mich bei allen bedanken, die bereit sind, diesen Weg konstruktiv mit uns zu gehen. Und kann nur sagen, es ist richtig zu verlangen, dass wir anpacken, aber ich kann nur sagen, in diesem Bereich gilt, die Ampel wirkt und arbeitet. Vielen Dank, Herr Minister. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat unter anderem Zuschüsse zur Beschaffung von Impfstoffen gegen Covid von 3,2 Milliarden Euro für das kommende Jahr in seinem Haushalt. In diesem Jahr waren es noch 7,9 Milliarden Euro. Und es gibt nicht wenige in diesem Land, die ihm vorwerfen, die Pandemie künstlich zu verlängern. Der nächste Redner jetzt in dieser Debatte kommt von der AfD. Tino Sorger noch mal mit einer Kurzintervention. Hat er nicht vorhin schon eine Zwischenfrage gestellt? Nun ja, Wolfgang Kubik lässt sie zu. Dass Sie die Kurzintervention auch auf hybriden Wege zulassen. Also ja, ich möchte nur noch mal darauf eingehen, weil der Herr Minister ja jetzt gerade eben auch auf die Frage meines Kollegen Attis Gürpina aus der Linksfraktion wieder so getan hat, bei der konkreten Frage, warum bekommt nicht jede Pflegefachkraft diesen Pflegebonus, wieder mit vielen Worten nichts gesagt hat, der Minister. Er hat überhaupt nicht beantwortet, na, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Entschuldigung, wir bekommen alle massiv Briefe,
dass uns Pflegefachkräfte anschreiben und fragen, warum bekommen auf bestimmten Stationen Pflegefachkräfte, die nebeneinander am Bett Patienten gepflegt haben in der Corona-Pandemie, warum bekommt der eine oder die eine den Bonus und die andere nicht? Und ich kann Ihnen sagen, woran das liegt, weil Sie nicht nachjustieren, weil Sie nicht sagen, jeder soll das bekommen. Und ich will Ihnen mal vorlesen, weil ja hier immer so getan wird, als sei das nicht so, und was Mitarbeiterinnen dazu sagen. Die sagen ganz normal, dass dieser Bonus, die Sonderzahlung für Kolleginnen und Kollegen, die auf der gleichen Station arbeiten, unterschiedlich gewährt wird. Also einmal wird er gewährt, einmal gar nicht. Und der Grund bleibe für Sie völlig undurchsichtig. Was hier abgeht, ist ein Skandal und ein Tritt für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die in den vergangenen 2 Jahren wirklich bis auf die Knochen alles gegeben haben. Das sagen Pflegefachkräfte, Herr Minister. Und jetzt würde mich wirklich interessieren, warum differenzieren Sie da? Wir haben schon vor Monaten hier in diesem Hohen Haus den Antrag gestellt, den Pflegebonus für alle Pflegefachkräfte zu zahlen. Für Rettungskräfte, für Feuerwehrleute. Und Sie können doch nicht sagen, wir klatschen schön, das ist ja angesprochen worden. Und wenn es dann um die konkrete Dankbarkeit geht, die Sie ja immer vollmundig überall erklären, dann differenzieren Sie zwischen Pflegefachkräften, was dazu führt, dass die Akzeptanz vor Ort überhaupt nicht mehr da ist und mittlerweile Pflegefachkräfte sogar sagen, es wäre besser gewesen, man hätte diesen Pflegebonus überhaupt nicht ins Leben gerufen, anstatt diesen Ärger vor Ort zu produzieren, wo niemand mehr versteht, warum jemand den Bonus bekommt und jemand anders nicht. Herr Minister, möchten Sie darauf reagieren? Ja, vielen Dank. Ich finde es immer wieder schade, muss ich offen sagen, wenn wir hier etwas tun, was also vielen berechtigterweise hilft, die also Pflegekräfte verdienen diese Unterstützung, nehmen sie auch an, bedanken sich, und es sind die Pflegekräfte am Bett. Ich finde es immer wieder schade, wenn wir Geld ausgeben, wenn wir versuchen zu helfen, und dann wird dann, ohne dass man genau wird, an wenigen Einzelbeispielen, die möglicherweise dann sogar stimmen. Also es kann sein, dass der Ich würde auch an Sie die Bitte richten, wenn ich auf Ihre Frage eingehe, dass Sie mir die Möglichkeit dann geben, zu bitte, ich überhaupt ans Haus gerichtet, an die demokratischen Parteien hier im Haus. Wir sollten uns kein Beispiel an der AfD nehmen, sondern uns ausreden lassen. Die wenigen Fälle, die es gibt, da sind wirklich Fälle dabei, die berechtigt sind. Es ist tatsächlich so, es wird ja umgesetzt von den Krankenhäusern, es gibt berechtigte Fälle, wo jemand den Bonus verdient und bekommt ihn nicht. Wir gehen wirklich jedem einzelnen dieser Fälle nach. Aber es ist nicht richtig, dann den Eindruck zu erwecken, als wenn die gesamte Reform nicht funktionieren würde und als wenn wir die Pflegekräfte nicht würdig hier bedienen würden. Wir haben uns bei den Pflegekräften ehrlich bedankt. Wir haben den Bonus so umgesetzt, wie es uns richtig zu sein schien. Wir haben uns diesbezüglich mit den Pflegeverbänden intensivst abgestimmt. Wenn es kleine Lücken noch gibt, ist das okay, gehen wir dem nach. Aber der falsche Eindruck, um hier ein paar Oppositionsmeilen zu machen, dass wir uns um die Pflegekräfte nicht kümmern würden, das ist nicht redlich und entspricht auch nicht der Haltung unserer Regierung. Vielen Dank, Herr Minister. Nächster Redner ist der Kollege Wolfgang Wieler, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. 2,5 Milliarden Euro, ungefähr so viel wie der gesamte Umweltetat umfasst, hat die Koalition alleine in den Haushaltsberatungen nochmal auf den Gesundheitshaushalt aufgeschlagen. Und alle größeren Posten drehen sich wieder um einen alten Bekannten, um das Coronavirus. Die meisten Länder dieser Welt behandeln Covid-19 inzwischen ähnlich wie eine Grippe. Aber in Deutschland gibt es weiterhin schlimme Wellen, nämlich Panikwellen, die freilich dann von der Wirklichkeit widerlegt werden. Der größte Aufschlag trägt wieder einmal die Überschrift Beschaffung von Impfstoffen. Nur verschoben aus 2022? Warum werden überflüssige Bestellungen nicht verschoben, nicht storniert? Statt verschoben. Hat Frau von der Leyen die Verträge mit der Pharmalobby im Hinterzimmer so schlecht verhandelt,
dass die EU und auch Deutschland nicht mehr herauskommen? Die Hersteller haben sich schon dumm und dusselig verdient. Herr Minister Lauterbach, kümmern Sie sich endlich ums Gemeinwohl und sorgen Sie für eine Lösung. Stattdessen wird nun für zusätzliche 60 Millionen eine neue Impfkampagne aufgelegt. Ich frage mich sehr, ob hier medizinische Kriterien entscheidend waren oder doch eher die Weiterführung des Geschäftes mit der Angst. Die Medien, die an den neuen 60 Werbemillionen prächtig verdienen, werden auch kaum durch kritische Berichterstattung auffallen. Spätestens für den nächsten Bundeshaushalt wird auch die geplante Krankenhausreform eine wichtige Rolle spielen. Viele Krankenhäuser behalten Patienten über Nacht da, um mehr zu verdienen. Das muss geändert werden, Herr Minister, Sie haben das angesprochen. Aber wenn durch eine neue Regelung künftig das Gegenteil passiert, also Patienten nur aus finanziellen Gründen über Nacht nach Hause geschickt werden, dann haben wir bei der Reform das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Der medizinische Sachverstand muss entscheiden. Genauso darf man Kliniken nicht einfach aus Geldgründen schließen. Die ländlichen Gegenden dürfen nicht von der Versorgung abgehängt werden. Auch hier muss der Sachverstand entscheiden. Ob künftig der Sachverstand über Lobbyinteressen siegt, werden wir sehen. Für die AfD-Fraktion ist das der Maßstab. Der Gesundheitsetat 2023 hat diesen Test jedenfalls nicht bestanden. Deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Raum, liebe Damen und Herren, Zuschauerinnen hier bei der Debatte. Insgesamt scheint mir nach dem Vorlauf noch mal wichtig, dass wir das ein bisschen einordnen, was hier im Gesundheitsbereich diskutiert wird. Wir reden über einen Gesundheitshaushalt, der quasi ergänzend ist zu dem, was im Kern eigentlich über Beitragsfinanzierung läuft. Und wenn man sich mal die Dimensionen klar macht, dann reden wir über ca. 20 Milliarden Euro, die hier im Bundeshaushalt eingestellt werden. Wir reden aber alleine nächstes Jahr über 300 Milliarden Ausgaben nur über die gesetzliche Krankenversicherung, nochmal weitere 59 Milliarden Euro für die soziale Pflegeversicherung. Das muss sich jeder klar machen, und das zeigt ordnungspolitisch auch, dass der größte Teil aller Aufgaben, die wir hier bewältigen, über die Beitragsfinanzierung läuft. Und wir insofern, wenn wir über den Haushalt reden, über ergänzende Mittel reden. Das ist wichtig, damit man weiß, wer ist eigentlich zuständig. Und das hilft auch ein bisschen insgesamt die Einordnung zu haben. Und wenn wir da schauen, dann haben wir aus einer Corona-Zeit einen hohen Bundeszuschuss geerbt gehabt mit 65 Milliarden Euro Corona-bedingten Zahlen. Die sind aber zurückgefahren worden, ganz zu Recht, weil wir eben weniger massive Auswirkungen haben. Parallel haben wir aber eine neue Krise, die nämlich mit den inflationsbedingten und energiebedingten Kostensteigerungen zu tun haben. Und wir haben die Krise, dass sowieso die stationäre Versorgung nicht adäquat finanziert war, mit Lücken aus den Ländern, mit Lücken auch aus der Bundessicht, wenn wir gerade die Pädiatrien angucken und wenn wir die Geburtshilfen angucken oder die Notfallversorgung. Und wir haben es mit einem gravierenden Fachkräftemangel zu tun. Und all diese Dinge sind nicht neu, sondern die sind, bestehen schon lange als Problem. Sie gehen wir jetzt endlich an. Und das ist die Besonderheit. Und das führt auch dazu, dass wir nicht nur Krisenbewältigung hier in diesem Fachbereich haben und mit Leistung und hoher Leistung aus dem Gesundheitsministerium, sondern dass wir umfangreichste Strukturreformen vorbereiten und diese in Teilen ja auch schon in Gesetzesverfahren münden. Das ist das, was hier geleistet worden ist. Und ich finde, man kann nach einem Jahr Ampel sagen,
Ja, wir können durchaus stolz sein. Da sind wirklich große und gravierende Themen angegangen worden. Und wir haben die wirklich gravierenden Strukturreformen, die Anliegen, die drängend sind, die haben wir auf den Weg gebracht. Und das, Herr Sorge, als Sprecher der Fraktion, würde ich auch von Ihnen erwarten, dass Sie da Antworten liefern, dass Sie uns Antworten liefern, wie wir denn die Finanzlücke in der GKV schließen werden, was wir tun werden für die Krankenhausreform, was wir tun für die Gesundheitsversorgung und der Neuaufstellung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Wenn Sie da Antworten liefern, dann sind Sie endlich in der Lage, auch als Opposition uns hier wirklich einen konstruktiven Beitrag zu leisten? Bisher sehe ich das nicht. Und ich bin ziemlich stolz auf das, was von Seiten der Ampelkoalition in diesem einem Jahr auf den Weg gebracht worden ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Klein-Schmeid. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Vogler. Fraktion Die Linke. Und Katrin Vogler ist die Sprecherin für Gesundheitspolitik der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Lauterbach, nach so viel Selbstbeweihräucherung kann ich nur sagen, in Ihrem Haushalt gibt es wenig Licht und viel Schatten, und deswegen werden wir ihn ablehnen. Gut ist, dass Sie unsere Forderung aufgegriffen haben, bei der Sucht- und Drogenprävention wenigstens nicht zu streichen. Aber wenn die Ampel endlich Cannabis legalisiert, was wir schon lange fordern, dann steigt doch auch der Aufklärungsbedarf, und das ignorieren Sie. Absolut unverantwortlich ist es wiederum, bei der Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten zu kürzen. Dabei nehmen gerade jetzt bei jüngeren Menschen die HIV-Neuinfektionen wieder zu. Und die Affenpocken haben doch gezeigt, wie wichtig Information und Aufklärung ist. So geht das nicht. Und ich wundere mich ja, dass für Ihre gute Idee der Gesundheitskioske, die gerade in armen Stadtteilen Vorsorge und Versorgung ganz nah zu den Menschen bringen sollten, gar nichts im Haushalt steht. Sie wollen diese von den Krankenkassen finanzieren lassen, aber das ist doch eine staatliche Aufgabe. Und die Kassen sind doch eh am Limit. Und da prophezeie ich Ihnen, so setzen Sie das ganze Projekt in den Sand und schaden damit diesem wichtigen Anliegen. Und die Versicherten werden ja wegen ihrer vermurksten Kassenreform sowieso schon kräftig zur Kasse gebeten. Und das in Zeiten großer Teuerung. Im Haushalt für 2023 findet sich da noch ein besonders dämlicher Taschenspielertrick, nämlich ein staatlicher Zwangskredit an die Krankenkassen. Wie soll der denn eigentlich jemals wieder zurückgezahlt werden? Also daher wage ich jetzt noch eine Vorhersage. Wir werden uns im Herbst nächsten Jahres hier wieder über Beitragssteigerungen oder Steuerzuschüsse unterhalten müssen, weil die Ampel sich auch in der Krankenversicherung nicht traut, hohe Einkommen mindestens genauso stark zu belasten wie niedrige. Wir brauchen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, in die alle einzahlen, auch Abgeordnete, Selbstständige und Beamte. Und wir brauchen sie jetzt. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christine Lübcke, FDP-Fraktion. Und sie ist die Sprecherin für Sucht- und Drogenpolitik, weil Cannabis schon öfter genannt wurde. 12,2 Millionen Euro stehen in dem Bereich zur Verfügung. Das sind aber weniger als im Jahr 2022. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gerade schon angeklungen, als Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin meiner Fraktion bin auch ich erleichtert, dass wir diese Woche wieder einen Haushalt verabschieden, der rund 13,2 Millionen für Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs vorsieht. Und einen Teil dieser Mittel haben wir für die Präventionsmaßnahmen, die wir im Rahmen der Cannabis-Legalisierung aufsetzen werden, vorgesehen. Prävention, Jugendgesundheits- und Verbraucherschutz sind nämlich die besten Argumente für eine Legalisierung. Ich weiß, einige hier im Raum sehen das anders, weil sie noch immer Anhänger der gescheiterten Prohibitionspolitik sind. Aber sogar US-Präsident Joe Biden hat diesen Oktober angekündigt, die Politik der USA im Hinblick auf Cannabis zu reformieren. Und warum? Eben weil auch er zu der Überzeugung gelangt ist, dass das der bessere Weg ist.
Schauen wir nach Kanada. Da waren wir im Übrigen mit dem Gesundheitsausschuss, um uns zum Thema Cannabis zu informieren. Wir in der Ampel und gerade auch wir in der FDP, wir setzen nämlich auf Daten und Fakten und nicht auf überholte Stammtischparolen. Welche Daten und Fakten die mitgereisten Kollegen der Opposition da gehört haben, das weiß ich nicht. Aber bei der CSU zumindest scheint noch nicht angekommen zu sein, dass in Kanada nicht der Untergang des Abendlandes droht. Und Aussagen von Markus Söder, man solle lieber beim, da zitiere ich mit Erlaubnis des Präsidenten, bayerischen Weißbier bleiben, das sei in jeder Beziehung besser und gesünder, die sind nicht nur faktisch falsch, sondern reiner Populismus. Und unser bayerischer Gesundheitsminister, der hat anscheinend auch nichts Wichtigeres zu tun, als nach Brüssel zu reisen, um unser Land vor dem Untergang durch die Cannabis-Legalisierung zu retten. Meine Damen und Herren, das zeugt von keinerlei Sachkenntnis, sondern vor allem von dem absoluten Unwillen, sich auch nur minimal mit den Fakten auseinanderzusetzen. Denn auch der immer wieder von der Union bemühte Vergleich mit den Niederlanden, der hinkt. Unser Nachbarland hat Cannabis eben nur entkriminalisiert und nicht legalisiert. Und genau so wollen wir es ja nicht machen. Und deswegen verweisen wir auf das Beispiel Kanada. Dort wurde Cannabis 2018 legalisiert. Die Zahl der Nutzer hat sich nach der Legalisierung stabilisiert, gerade auch bei den Jugendlichen. Vorher, als es verboten war, sind die Zahlen regelmäßig angestiegen. Das heißt, die Legalisierung hat viele Vorteile, insbesondere für den Jugend-, den Gesundheits- und den Verbraucherschutz. Und diese Überzeugungen spiegeln sich auch im Haushalt für 2023 wider. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes hat das Wort der Kollege Dr. Georg Kippel, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir als Fachleute wissen alle, dass sich die großen Finanzmittelflüsse im Gesundheitsbereich im Gesundheitsfonds abwickeln und nicht im Bundeshaushalt. Nichtsdestotrotz ist aber der Bundeshaushalt für Gesundheit, Einzelplan 15, mit in diesem Jahr 24 Milliarden gegenüber dem Gesamtvolumen des Haushalts von ca. 450 Milliarden alles andere als bedeutungslos. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er in diesem Jahr um 42 Milliarden abgesunken ist. Wir müssen aber in diesem Jahr bedauerlicherweise feststellen, dass unter dem Gesichtspunkt der strategischen und strukturell bedeutenden Ausgaben erhebliche Fehlsteuerungen geleistet worden sind. Seit der Corona-Pandemie wissen wir sehr genau, dass sich Gesundheitsgefahren und die Lösung von Gesundheitsgefahren sehr wohl global darstellen können und auch nur mit diesem Arbeitstitel angegangen werden müssen. Und deshalb enthält der Einzelplan 15 auch vollkommen zu Recht den Abschnitt internationales Gesundheitswesen. Aber das ist ein ganz trauriges Kapitel in diesem Jahr, denn wir haben, wie schon von Kollegen Hegel-Braun beschrieben, eine Reduktion von 70% oder in realen Zahlen von etwa 450 Millionen Euro auf nur noch knapp 146 Millionen. 81 für die öffentliche internationale Gesundheit, 30 Millionen für den neu errichteten WHO-Hub hier in Berlin und 28,3 Millionen für die WHO in Genf. Das sind eindeutig hier aus dem Haus die falschen Botschaften. Und eins muss man noch mal ganz klipp und klar erwähnen: Wenn man nicht müde wird, wie Sie, verehrter Herr Minister, das dauernde Lied der Pandemie zu singen, dann kann ich hier und heute nicht, wie im Haushalt lapidar erklärt, aus der Verantwortung bei Act A, der Kampagne gegen Corona, aussteigen. Wir müssen auf internationale Gesundheitsgefahren gerichtet sein. Wir müssen die Fragen lösen. Wir müssen das Management unterhalten. Wir müssen internationale Gesundheitsvorschriften ständig aktualisieren. Wir brauchen Prävention für übertragbare Krankheiten und wir brauchen Bekämpfung und Strategien für übertragbare Krankheiten. Weltweit
leistungsfähige Gesundheitssysteme und Diagnostik sind die Grundlage für einen umfassenden internationalen Gesundheitsschutz. Und im Oktober haben wir hier bei der bedeutenden Veranstaltung des World Health Summit sehen können, mit welchem Renommee Deutschland in der Welt in der Zwischenzeit wahrgenommen wird und mit welchem guten Ruf wir uns an der Diskussion mit und für die WHO beteiligen können. Auch für diese Veranstaltung finden wir nur 500.000 Euro im Haushalt. Verehrter Herr Minister, reden Sie bitte nicht immer nur über internationale Studien, sondern stärken Sie im Haushalt die internationale Gesundheitsarbeit im Interesse des deutschen Gesundheitssystems. So ist der Haushalt jedenfalls nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Vielen Dank. Georg Kippels, für die CDU auch keine so große Überraschung, dass die Union den Haushalt ablehnen wird. Aus dem Gesundheitsausschuss kommt jetzt hierher Heike Engelhardt für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen, liebe SchülerInnen, liebe BürgerInnen und Bürger hier auf den Tribünen, an den Bildschirmen und ganz besonders aus meinem Wahlkreis Ravensburg und aus dem Bodenseekreis. Anders als unseren KollegInnen aus dem Haushaltsausschuss bleibt uns FachpolitikerInnen die sehr, sehr lange Bereinigungssitzung erspart. Und auch wenn ich gleich zum lobenden Teil meiner Rede komme, im Sinne des Arbeitsschutzes muss ich Sie hier wirklich ermahnen. Niemand sollte 18 Stunden am Stück arbeiten. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass in Zukunft solche Sitzungen wieder kürzer werden. Jetzt zum Haushalt. Der Minister und unsere Haushälterin Svenja Stadler haben es ja eben schon erwähnt. Wir können in diesem Jahr trotz knapper Mittel einen sehr guten Gesundheitshaushalt verabschieden. Während der Corona-Pandemie haben wir aber auch an vielen Stellen die Finanzierung grundlegender Bestandteile unseres Gesundheitswesens notdürftig mit viel Geld sichergestellt. Die Defizite, die unter einem Gesundheitsminister Spahn entstanden sind, werden jetzt erst richtig deutlich. Und die einzigen, die in der letzten Legislatur ausreichend finanziert wurden und jetzt vor lauter Geld noch kaum laufen können, das sind doch die Freunde und Bekannten des Ex-Ministers aus Münster und die provisionsgemästeten Abgeordneten von CDU und CSU. Sollen wir Spahns fernbleiben bei dieser Debatte jetzt als eine Art Schuldeingeständnis werden? Hier sind Worte gefallen wie Kaputtsparen, Panikminister und unanständige Bezeichnungen für einen Minister und sein Ministerium, die über ihre Belastungsgrenze gehen. Ich bin froh, dass unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist und dass er vernünftig und vorausschauend und umfassend denkt und handelt. Aber zurück zum Haushalt. Was haben wir als SPD-Bundestagsfraktion mit den knappen Mitteln erreichen können? Wir haben die Mittel für die Drogenprävention gegenüber dem Regierungsentwurf um 5 Millionen steigern können. Und weil hier immer einiges vermischt wird. Die Legalisierung von Cannabis macht mir in dieser Hinsicht nicht so viel Sorgen wie zum Beispiel der legale Konsum von Tabak, Alkohol und Schmerzmitteln. Besonders die Folgen von Alkoholabhängigkeit habe ich in meiner Tätigkeit am Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg immer wieder erleben müssen. Bundesweit leben schätzungsweise 2,5 Millionen Kinder mit alkoholkranken Eltern zusammen. Im Umgang mit Suchtmitteln müssen wir in unserer Gesellschaft besser werden. Über die Frauengesundheit habe ich an dieser Stelle bereits gesprochen. 5 Millionen für die Erforschung der Endometriose sind ein guter Anfang. Geschlechtergerechtigkeit und Teilhabe bedingen aber auch weitere Forschung, beispielsweise bei der Erprobung von Arzneimitteln. Bei der Kindergesundheit verweise ich sehr gerne auf meine Kollegin Nezahat Baradari. Dank ihres Einsatzes werden wir vom kommenden Jahr an endlich die Arzneimittelsicherheit bei Kindern und Jugendlichen verbessern und auch angeborene Hauterkrankungen besser erforschen.
Meine Kolleginnen Matthias Miewes und Tina Rudolph werden gleich noch auf die Verbesserungen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und der globalen Gesundheit eingehen. So viel vorab. Wir haben einiges erreicht und wir haben noch viel vor. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Kai-Uwe Ziegler, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Gesundheitsminister Lauterbach, schön, Sie mal wieder in live und in Farbe zu sehen. Das war ja im Gesundheitsausschuss doch eher in einer überschaubaren Größenordnung. Und um das jetzt mal deutlich zu sagen, das war im kleinen einstelligen Bereich und das bei über 45 Sitzungen. Aber ich verstehe, dass natürlich auch im Gesundheitsausschuss keine Kameras, im günstigsten Fall so um die 50 Zuschauer und dann auch noch die nervigen Fragen der Opposition beantworten. Das sind natürlich die Auftritte von Millionen von Zuschauern bei Illner, Maischberger und Co. viel spektakulärer für einen so leidenschaftlichen Selbstdarsteller. Eine Ihrer ersten Amtshandlungen hier im Haus war das Durchpeitschen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für die Gesundheitsberufe. Das war nicht nur eine Nötigung, sondern auch ein massiver Angriff auf die körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit aller Betroffenen, die sich unter der Androhung von Berufsverbot und damit einhergehend dem Verlust ihrer Existenz mit einem nur bedingt zugelassenen Medikament behandeln lassen mussten. Diesem Akt staatlicher Übergriffigkeit hat am 10. Dezember letzten Jahres nur die AfD-Fraktion die rote Karte gezeigt. Und ja, meine Damen und Herren, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Alle anderen Fraktionen haben bei diesem Wahnsinn mitgemacht. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht lassen Sie jetzt übrigens heimlich, still und leise zum 1. des Jahres auslaufen. Falsch war sie vom allerersten Tag an, weil diese sogenannte Impfung zwar sehr zuverlässig alle möglichen schweren Nebenwirkungen auslöst, aber eine Übertragung von Coronaviren nicht verhindert. Herr Minister, wie wäre es denn mal mit einer vom Bund angestoßenen Bildungs- und Studienoffensive in die Länder hinein, um endlich die Fachkräfteproblematik in den Gesundheitsberufen zu beheben? Fehlanzeige. Sie nerven uns stattdessen, und das auf allen Kanälen, mit einer millionenschweren Ich-schütze-mich-Impf-Promotion. Und nein, es sind nicht die nötigen Finanzhilfen der durch die Energiepreise vor der Insolvenz betroffenen Krankenhäuser, an der Sie mit großer Leidenschaft arbeiten, sondern Gesundheitskioske oder die scheinbar so dringende Freigabe von Cannabis. Ehrlich gesagt, es ist beängstigend, wo Sie Ihre Prioritäten setzen. Sehr geehrter Herr Lauterbach, wenn man sich Ihren Twitter-Account zu Gemüte führt, dann wird eins sofort deutlich. Ihre Fans sind verschwunden, der Wind weht dort eisig ins Gesicht, und das liegt nicht am Wetter. Am 6. Dezember wären Sie 12 Monate im Amt. Tun Sie den Menschen da draußen und vor allem den Millionen Mitarbeitern in den Gesundheitsberufen einen Gefallen und machen Sie das Jahr nicht voll und treten zurück. Vielleicht findet sich ein Nachfolger, der dieses Amt nicht zur Panikmache und Selbstdarstellung missbraucht, sondern endlich wieder verantwortungsvolle Gesundheitspolitik für unsere Bürger macht. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über den Einzelplan 15 Gesundheit, den Plan von Karl Lauterbach, der gerade zum Rücktritt aufgefordert wurde, freundlicherweise. Und Karl Lauterbach hat diesmal 24,5 Milliarden für das Jahr 2023 zur Verfügung. Im vergangenen Jahr waren es noch 64,36 Milliarden. Der Unterschied ist vor allem die Pandemiebekämpfung mit 30,3 Milliarden. Da bleiben nur noch 1,2 übrig. Der nächste Redner, Armin Grau für die Grünen. Maßnahmen deutlich reduzierte Gesundheitshaushalt nicht missverstanden werden darf. Corona ist angesichts von zum Teil über 1000 Toten pro Woche in den letzten Wochen nicht vorbei. Und es gibt keinen Grund, unsere Vorsichtsmaßnahmen vor dem kommenden Winter bereits völlig fallen zu lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Mittel für die Forschung und Beratung in Sachen Long-Covid. Das ist ein guter Anfang. Leider werden wir für dieses bisschen
bislang unzureichend erforschte Thema in Zukunft noch deutlich mehr Gelder brauchen. 70% der deutschen Krankenhäuser rechnen 2023 mit roten Zahlen. Das ist bedingt durch die Inflation und massive Energiepreissteigerungen bei gleichzeitig fixen Preisen auf der einen Seite und verminderte Einnahmen bei Fachkräftemangel und Fallzahlrückgängen auf der anderen Seite. Es ist sehr wichtig, dass wir hier jetzt mit 8 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds den Gesundheitseinrichtungen tatkräftig unter die Arme greifen. Für die Beschäftigten und für die Patientin ist dieser Beitrag in den nächsten beiden Jahren eine wirklich wichtige Botschaft, auch wenn die Opposition da Zweifel zu streuen versucht. Wir bereiten jetzt als Ampel eine umfassende Reform der Krankenhausfinanzierung vor, etwas, was die Vorgängerregierung komplett verpasst hat. Das aktuell fast ausschließlich auf Fallpauschalen beruhende System hat zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu ökonomischen Fehlanreizen in den Kliniken geführt. Es hat ausgedient und muss ersetzt werden. Über 5% der klimaschädlichen Emissionen kommen in Deutschland aus dem Gesundheitswesen, der größte Teil davon aus den Krankenhäusern. Dort sind dringend mehr Investitionen in Energieeffizienz erforderlich. Es ist völlig richtig, dass die Haushälterinnen hier ein Sonderprogramm für die energetische Sanierung der Krankenhäuser fordern. Da sind zweifelsohne die Länder jetzt in der Pflicht. Dem Klima ist es am Ende egal, woher die Mittel kommen, die zu seinem Schutz beitragen. Aber handeln müssen wir jetzt ganz dringend. Und ich bin überzeugt, dass wir da uns am Ende einigen können und auf einem guten Weg sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Armin Grau ist selber Arzt und er hat hier noch mal darauf hingewiesen, dass es immerhin noch 1000 Tote pro Woche gibt. Also Corona von vielen weggewünscht ist immer noch da. Diana Stöcker jetzt für die CDU-CSU. Sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen Haushalt aufzustellen ist nie einfach. Es gilt, lange Wunschlisten aller Bundesministerien zu berücksichtigen und zu verhandeln. Ein Haushalt darf sich jedoch nie nur ausschließlich an dem Wunschkonzert eines Koalitionsvertrages orientieren. Es gibt auch außerordentliche Aufträge für neue gesetzliche Regelungen, zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht. Ein solcher Auftrag ist, den begleiteten Suizid neu zu regeln. Wir befinden uns als Abgeordnete inmitten einer sehr ernsten, komplexen und ethisch schwierigen Debatte. Es liegen drei sehr unterschiedliche Gesetzesvorschläge vor, und die Entscheidung wird im Frühjahr kommenden Jahres anstehen. Das verbindende Element dabei aber ist, dass sich alle für den Ausbau und die Stärkung von Suizidprävention sowie von Hospiz- und Palliativangeboten aussprechen. Die Erfahrung zeigt, dass bei sehr vielen Menschen mit suizidalen Gedanken hinter diesem Ansinnen ein Hilferuf nach einem erträglichen und menschenwürdigen Leben steht. Im Rahmen der Suizidprävention muss es deshalb oberstes Ziel sein, mit den Menschen, die einen Suizid in Erwägung ziehen, in Beziehung zu treten. Und gemeinsam die hinter dem Wunsch zu sterben verborgene Aussichtslosigkeit zu begreifen, damit auch andere Wege in dieser Krise denkbar werden können. Und dazu gehört, die psychologische, psychotherapeutische und psychiatrische Regelversorgung zu verbessern sowie spezifische Regelungen zur Verbesserung der allgemeinen Suizidprävention voranzutreiben. Dazu gehört zeitnah der flächendeckende Ausbau der Anzahl der Kassensitzen niedergelassener psychologischer und medizinischer Psychotherapeutinnen und Psychiaterinnen, um eine schnelle und dauerhafte Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen gewährleisten zu können. Bereits heute ist die Versorgung nicht ausreichend. Dazu gehört psychiatrische und psychotherapeutische Kriseninterventionsangebote für Menschen in einer akuten psychischen Notlage auszubauen, flächendeckend und 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Netzwerk mit bestehenden Diensten und Einrichtungen. Auch die weitere Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung für schwerstkranke Menschen ist anzugehen. Dazu gehört, die Palliativversorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen und Hospizen zu stärken. Dazu gehört, psychosoziale Fachkräfte regelhaft in die spezialisierte ambulante Palliativversorgung zu integrieren. Und dazu gehört, gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu Hospiz, palliativer Beratung, Begleitung und Versorgung.
Alle oben genannten Punkte müssen finanziell hinreichend im Haushalt abgesichert sein. Im Haushalt 2023 findet sich davon nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie fordern zwar das Gesundheitsministerium auf, eine nationale Suizidpräventionsstrategie vorzulegen, und zwar innerhalb des nationalen Präventionsplans. Der Plan soll aber erst bis April 2024 vorliegen. Bis zur Umsetzung wird wichtige Zeit verstreichen, obwohl bereits jetzt klar ist, was zu tun ist. Jeder Gesetzesentwurf muss bis zur Umsetzung zu Ende gedacht werden. Stellen Sie im Haushalt ausreichend Mittel ein für das, was sicher kommt und notwendig ist, und arbeiten Sie nicht nur Ihre Wunschlisten ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Stöcker. Nächster Redner ist der Kollege Lars Lindemann, und die Unionsfraktion kann sich überlegen, wer den folgenden Redner einbringen darf. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Haushaltsdebatten sind immer Zeiten der Haushälter, die sich dann hier sehr konkret mit gesundheitspolitischen Inhalten beschäftigen. Der Kernhaushalt des BMG ist jetzt nicht wirklich das Spannende an der Gesundheitspolitik, das wissen wir alle. Das Spannende sind die Dinge, die direkt oder indirekt dranhängen. Und da geht es dann meistens bei den Voraussetzungen, wie dort Leistungen erbracht werden oder eben auch Strukturen gebaut werden, um dann die Themen, um die wir uns zu kümmern haben. Ich möchte aber doch eine Zahl aus dem Kernhaushalt, die 60 Millionen, die Sie, liebe Kollegen von der AfD, hier gerade angesprochen haben, was die Impfkampagne angeht, aufnehmen, um noch mal hier ganz deutlich festzuhalten, wenn Sie sich anschauen, dass wir zum Beginn des Jahres 2021 in Deutschland angefangen haben zu impfen, dann hatten wir am Ende des Jahres 2021 völlig vernunftgeleitet von der Bevölkerung in diesem Land 75% der Menschen, die mindestens einmal und fast ebenso viele, die zweimal geimpft waren. Dafür brauchte es, Entschuldigung, Herr Kollege Lauterbach, Herrn Lauterbach als Minister noch nicht mal, da war Jens Spahn Minister. Und daran kann man ablesen, dass wir alle miteinander sehr vernünftige Regeln in diesem Haus gefunden haben, wie man mit dieser Pandemie umgeht. Und wenn wir bei Ihnen von der Union sind, Herr Kollege Braun, dann bin ich bei den Verträgen, die Sie vorhin angesprochen haben, zur Beschaffung von Impfstoffen. Natürlich hat Jens Spahn diese Verträge geschlossen, und wir müssen heute gucken, dass wir diese Flexibilisierung, die Sie dort einfordern, in die Verträge bekommen. Und wenn Sie jetzt vermuten, dass ich diese 16 Jahre nun mal wieder anfange, die Sie permanent beklagen, dann ist das nicht an dem. Ich will an der Stelle sehr deutlich sagen, die Gesundheitspolitik der Union war eine unter großer Unsicherheit, die uns im Großen und Ganzen sicher durch diese Pandemie gebracht hat. Und der Kollege Lauterbach setzt das jetzt fort. Und im Übrigen auf der Grundlage eines Haushalts, der uns eine Rückkehr zur Normalität in diesem Land erlaubt. Und wenn wir zu dieser Normalität zurückkehren, ich weiß nicht, was da zu lachen gibt, wenn wir zu dieser Normalität zurückkehren, dann gibt uns das den Spielraum und die Zeit, uns mit den Fragen zu beschäftigen, die heute auch mehrfach angeklungen sind, nämlich die strukturellen Reformen, die bitter notwendig sind in diesem Land. Und wenn wir diese strukturellen Reformen im Gesundheitssystem in Deutschland machen, dann wird es darum gehen, dass wir, und ich will ein Beispiel rausgreifen, weil dann meine Redezeit auch zu Ende ist, zum Beispiel die pharmazeutische Industrie, die in diesem Land wieder auf dem Weg ist, Deutschland zur Apotheke der Welt zu machen, unterstützen und Rahmenbedingungen schaffen, dass wir weiterhin in diesem Land eine leistungsfähige pharmazeutische Industrie haben, die das möglich macht, was wir alle für die Patientinnen und Patienten wollen, nämlich innovative Arzneimittel als erstes in Deutschland auf den Markt zu bringen und nicht woanders in Europa, weil das sind die Dinge, die wir brauchen. Das Paradebeispiel für das, was ich gerade sage, ist die Stadt Mainz und die Firma BioNTech. Und daran kann jeder für sich ablesen, welchen Weg die FDP in dieser Koalition gehen wird und bestärken wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lindemann. Der nächste Redner hier in der Debatte über den Einzelplan 15 Gesundheit kommt von der CDU-CSU, Dietrich Mohnstadt. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen, meine Herren! Bereits in der ersten Lesung haben wir auf viele Missstände und nicht aufgegriffene Fragen dieses Haushaltsentwurfs des Einzelplans 15 hingewiesen. Dies ist offensichtlich nicht ohne Wirkung geblieben. Der Gesundheitsetat steigt um knapp 2,5 Milliarden Euro an. Ebenso werden immerhin knapp 2,5 Milliarden Euro, knapp 1,2 Milliarden Euro des Bundes
an den Gesundheitsfonds für Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie gezahlt. Meine Damen und Herren, aber das ist leider nur ein Teil der Wahrheit. Wichtige Bereiche, die wir immer wieder angemahnt haben, bilden sich im Haushalt nach wie vor nicht ab. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, ich lasse nicht locker und spreche hier nochmals die MDR, die Medical Device Regulation, an. Meine Fraktion und ich erreichen nach wie vor zahlreiche besorgte Anfragen. Nachdem es zu Beginn in erster Linie viele kleine und mittelständische Unternehmen waren, wenden sich jetzt vor allem Ärzte und Patienten an uns, die befürchten, von der derzeitigen Genehmigungssituation massiv negativ betroffen zu sein. Patienten befürchten, dass die für sie wichtigen Medizinprodukte nicht mehr verfügbar sind. Ärzte befürchten gravierende Konsequenzen bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen ihrer Patienten. Über ihnen schwebt das Schwert der haftungsrechtlichen Konsequenzen, wenn sie wegen Nichtverfügbarkeit eingeführter Produkte auf Ersatzlösungen ausweichen. Nach wie vor ist nicht geklärt, wie rund 25.000 Zertifizierungen bis zum Ende der Übergangsperiode im Mai 2024 ausgestellt werden sollen. Wenn jetzt nichts unternommen wird, und ich betone jetzt, verschwinden bald bis zu 40% der derzeit noch genutzten Produkte vom Markt. Meine Damen und Herren, die Zeit rennt uns davon. Herr Minister, Sie müssen jetzt handeln, oder wie mein Kollege Tino Sorge richtigerweise bemerkt hat, kommen Sie endlich ins Handeln. Herr Kollege, Sie müssen jetzt. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Nee, danke sehr. Nein, danke. Sie müssen jetzt gegenüber der EU aktiv werden, sonst verlieren wir geschätzt 10%, insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen, und zu viele der zugelassenen Medizinprodukte, vor allem wichtige Nischenprodukte. Herr Minister, ich verstehe immer weniger, warum Sie und Ihr Haus sich bei dieser überaus wichtigen Frage nicht massiv ins Zeug legen. Meine Damen und Herren, ein weiteres wichtiges Thema bildet sich im Haushalt nicht ab. Ich mahne nochmals an, dass die Regierung uns erklärt hat, umfassende Präventionsmaßnahmen ergreifen zu wollen. Nur mit Prävention und Aufklärung können wir Krebserkrankungen, Bluthochdruck, die Volkskrankheiten Diabetes mellitus und Adipositas schon vor ihrer Entstehung entgegentreten. Es muss daher in ihrem ureigenen Interesse der Gesundheitspolitik liegen, der Bevölkerung, vor allem auch den Kindern und Jugendlichen, noch vor Entstehung dieser Krankheiten Präventionsangebote zu machen. Meine Damen und Herren der Koalition, Ihre vielbeschworene Fortschrittskoalition versagt hier mehr als jämmerlich. Den Haushaltsentwurf lehnen wir ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Die Sozialdemokratische Fraktion hat eine Kurzintervention beantragt, der ich stattgebe. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie das zulassen. Schade, Herr Kollege Mohnstadt, dass Sie das nicht in Ihrer Rede zugelassen haben. Man kann über die MDR sicherlich viele sagen, aber dass Sie hier sagen, dass wir große Probleme haben, stimmt einfach so nicht. Das ist eine Lüge. Es kommen mittlerweile Firmen auf mich zu und auf unsere Fraktion, die bereits zertifiziert sind und dadurch Nachteile sehen zu denen, die noch nicht im Verfahren sind. Man kann sicherlich sagen, es hat gedauert, die benannten Stellen haben noch zu tun. Aber jetzt den Eindruck zu erwecken, es wäre alles schlecht, das ist einfach nicht wahr. Frau Kollegin, da muss ich Ihnen leider massiv widersprechen. Ich weiß nicht, wo Sie diese Informationen herhaben. Uns erreichen andere. Das Gegenteil ist richtig. Die benannten Stellen sind zu wenig. Das Personal bei den benannten Stellen ist nicht ausreichend dimensioniert. Und der Aufwand, der erzeugt wurde durch die MDR, hat sich verfünffacht. Das muss bedeuten, dass wir nicht genug Kapazitäten haben, diese Produkte zuzulassen. Und dann haben wir gerade das Problem, und das haben Sie, glaube ich, bis heute nicht verstanden, dass vor allem die Produkte, die keine Umsätze machen, Nischenprodukte, wo seltene Erkrankungen mitbehandelt werden, dass die nicht mehr am Markt verfügbar sind, weil die Unternehmen das Geld nicht einsetzen können, um hier einen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen. Von daher ist es geboten, und Herr Minister, ich kann Sie noch mal nur auffordern, ist es geboten, in Brüssel zu intervenieren, dass wir dort zu einer Regelung kommen, sonst gehen die Produkte vom Markt, und das kann niemand, auch Sie, nicht wollen. Danke. So, das Wort hat nun der Kollege Matthias David Miebes, SPD-Fraktion.
geehrter Herr Präsident, hallo. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mehr Fortschritt wagen, das ist nicht nur der Leitsatz unserer bunten Koalition. Nein, es zeigt sich heute ganz konkret, auch im Haushalt für Gesundheit. Denn wir setzen ganz klare Prioritäten auf digitale Lösungen für die Versorgung unserer Patienten und Patienten. Und ich möchte zwei ganz konkrete Beispiele hervorheben, die ich für besonders wichtig halte. Das erste Beispiel sind die zusätzlichen Mittel, um die Gematik zur digitalen Gesundheitsagentur weiterzuentwickeln. Das ist wichtig, denn diese digitale Agentur braucht einen ganz klaren Auftrag, nämlich die Nutzenden viel stärker in den Fokus zu nehmen, wenn neue Anwendungen und Produkte im Gesundheitswesen entwickelt werden. Und dieser Auftrag muss hinterlegt werden mit Mitteln, klaren Strukturen und Prozessen, um von Anfang an sicherzustellen, dass neue digitale Anwendungen auch so funktionieren, dass sie einfach und stabil in der Praxis laufen. Das zweite Thema, was ich erwähnen will, ist, wir werden Mittel bereitstellen, um die Datenlage zu verbessern. Ein Beispiel dafür ist, dass wir das Notaufnahmeregister in die Krankenhaussurveillance aufnehmen werden. Was bedeutet das? Das heißt ganz konkret, dass wir einen besseren Überblick, mehr Transparenz haben werden über die Behandlungskapazitäten in unseren Kliniken. Und das sind ganz konkrete Fortschritte, wo wir bessere Daten für bessere Entscheidungen bekommen werden. Mehr Geld alleine wird allerdings nicht ausreichen, um die Digitalisierung voranzubringen, sondern wir werden auch die Baustellen angehen müssen, wovon eine unwidersprochen die digitale Patientenakte ist. Die digitale Patientenakte braucht ein umfassendes Update, damit sie am Ende auch Mehrwerte bringt, und zwar für alle, für die Breite der Bevölkerung und vor allem auch diejenigen entlastet, die in den Kliniken arbeiten, in den Praxen, die ihnen das alltägliche Arbeiten einfacher macht. Das wird noch ein dickes Brett, nur hier müssen wir alle anpacken. Nicht nur der Minister und die Ampelkoalition, sondern auch alle, die dazugehören, rund um Datenschutz und Sicherheit. Nur wenn wir das gemeinsam anpacken, bekommen wir das auch hin. Diese zusätzlichen Budgets und das Angehen dieser dicken Bretter sind nicht selbstverständlich. Und deshalb will ich einmal diejenigen ansprechen, die das wirklich ernsthaft angehen und diese Budgets bereitgestellt haben. Und das ist vorneweg unser engagierter Minister Lauterbach mit seiner verdammt hart arbeitender Mannschaft im Ministerium. Das sind unsere durchsetzungsstarken Haushälterinnen. Und das sind unsere progressiv aufgestellten Fraktionen. An all diejenigen will ich einmal sagen, Dankeschön für diesen Rückenwind, damit wir aus dem Leitsatz mehr Fortschritt wagen, auch Realität machen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nunmehr hat das Wort der Kollege Erich Irsdorf, CDU-CSU-Fraktion. Erich Irsdorf für die CDU-CSU ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Der Bundestag debattiert immer noch über den Einzelplan 15 Gesundheit. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zwei Punkte, bevor ich auf den Haushalt eingehe. Das Thema Pflegebonus. Ich kann nur die Meinung von Herrn Gürpiner und natürlich auch von Sino Sorge teilen. Wir bekommen da extrem viele Zuschriften und deshalb verstehe ich das so, Herr Minister, wir bündeln das Ganze und wir lassen Ihnen das zukommen und dann schauen wir doch, ob da etwas zu machen ist und zum Nachbessern ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Frau Lüttke, Sie haben das Thema Cannabis angesprochen. Ich muss Ihnen hier einfach widersprechen, weil es in meinen Augen inhaltlich falsch ist, wenn Sie in der Ampel hergehen und Kinder und Jugendliche vor Zucker schützen wollen und somit Schokoriegel und alles, was dazugehört, aus den Kassenräumen verbannen und gleichzeitig Cannabis legalisieren, kann ich nur sagen, das ist falsch. Das ist inhaltlich falsch und deshalb wäre es gut, wenn Sie die bayerischen Vorschläge sich hier noch mal zuführen. Aber jetzt zum Haushalt. Gerade in Krisenzeiten braucht es einen soliden Haushalt und eine solide Haushaltspolitik. Und im Gesundheitsbereich zeigt sich die Sache noch viel mehr. Die Pandemie hat verdeutlicht, dass unsere Finanzstärke an vielen Stellen hier
auch helfen konnte. Die Corona-Pandemie haben wir größtenteils gut und ordentlich und auch bedächtig bewältigt. Und jedoch braucht es zum Ende einer solchen Gesundheitskrise in meinen Augen auch immer einen kritischen Blick auf das, was finanziert und was ausgegeben wurde. Und ich finde es als gut und ich finde es auch als richtig, dass man hierher geht und im Bereich der Long-Covid-Hilfen, dass man die natürlich auch ausbaut, dass man hier auf Beratung setzt, dass man hier in diese Richtung auch weitergeht, dass man Long-Covid, Post-Covid, Wack-Covid, all diese Dinge nicht unter den Tisch fallen lässt und dass man hier darauf setzt. 614.000 Euro sind hier zeitlich begrenzt und das digitale Beratungsangebot ist das hier mit dabei. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Bereich, wenn es um Langzeitfolgen geht, natürlich auch eine Erkrankung haben, die im Endeffekt die Königsdisziplin von Long-Covid ist. Das ist nachgewiesen. Das ist einfach auch ME/CFS. Und ich möchte hier einen Dank aussprechen, dass man hier diese Überlappung der beiden Haushalte 22 und 23, mein Dank hier an den Minister, an die Ampel, aber natürlich auch an Helge Braun, der uns da sehr gut vertreten hat und das auch transportiert hat, möchte ich Dank sagen, dass man hier diese Mittel für die Forschung, für ME/CFS, dass man das Ganze hier übertragen konnte. Das ist richtig, das war notwendig und das ist gut. Erlauben Sie mir aber auch, dass ich natürlich mein Leib- und Magenthema Pflege hier verwende einfach und ich erwähne. Und ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass wir das Thema Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, der Pflegeversicherung, Krankenhausreform und alles, was dazugehört, natürlich anpacken. Das unterstützen wir auch. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir auch den Bereich der Leiharbeit hier sehr kritisch einfach mal ins Visier nehmen müssen. So, glaube ich, geht das nicht weiter. Und wir haben hier in diesem Land steigende Ausbildungszahlen. Das ist gut, das ist richtig und das ist notwendig. Aber wir wissen auch, dass die Auszubildenden in dieser Relation gar nicht so stark steigen können, wie der Bedarf nach Pflege steigt. Deshalb müssen wir hier in die Tat kommen. Das ist das Entscheidende. Und ich bitte auch darum, wir diskutieren ja immer wieder auch das Thema Energie und Gas und Strom und alles, was dazugehört. Ich kann Ihnen nur sagen, das Thema Krankenhäuser, Kinder- und Jugendpflege, Altenpflege und vor allem auch die Reha. Hier müssen wir handeln. Wir dürfen jetzt Strukturen nicht zerstören, die wir auch nach den Krisen wieder brauchen. Das ist notwendig und deshalb plädiere ich da auch dafür. Letzter Punkt, den ich mir hier vorgenommen habe, noch zu erwähnen, ist, dass wir natürlich die Differenzierung auch brauchen, nicht nur auf Long-Covid, auf ME/CFS und all diese Dinge, sondern dass es viele seltene Erkrankungen gibt, die wir auch in den Mittelpunkt unseres Handels stellen müssen. Und von daher ist es mir wichtig, dass wir hier diese 7.000 Erkrankungen, die wir in Deutschland kennen und haben, wir haben hier 4 Millionen Patientinnen und Patienten, dass wir die nicht unversorgt lassen. Hier müssen wir besser werden. Hier erwarte ich natürlich auch Bewegung, dass wir in diese Richtung handeln können. Wir werden in Bayern hier ein Jahr der seltenen Erkrankungen 2023 in den Weg leiten. Und ich würde mich freuen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen fraktionsübergreifend hier auch tätig werden. Wenn wir über 700 Abgeordnete sind, jeder eine seltene Macht, dann glaube ich, haben wir schon einiges erreicht. In diesem Sinn herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich rufe jetzt auf die Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonter von den Bündnisgrünen ist die stellvertretende Vorsitzende im Gesundheitsausschuss. Und sie kommt von den Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe BesucherInnen auf den Tribünen, Beratungen über den Haushalt kommen oft sehr trocken daher. Doch diese Finanzentscheidungen haben das Zeug dazu, den Alltag vieler ganz konkret zu verbessern. Und gut, dass im Gesundheitsetat hier viel erreicht werden konnte.
Es ist notwendig, die seelische Gesundheit zentral, und ich sage ausdrücklich deutlich zentraler als bisher, in den Blick zu nehmen. Jede von Ihnen kennt mindestens eine Person, die schon mal eine seelische Krise erlebt hat. Und viele mögen auch selbst schon einmal betroffen gewesen sein und kennen die Hürden der Schnittstellenprobleme. Wichtig ist, dass alle Betroffenen die passgenauen Hilfen bekommen. Und dafür finanzieren wir jetzt den Psychiatriedialog. Im Psychiatriedialog werden Versorgungsangebote für seelisch erkrankte Menschen weiterentwickelt. Und ich freue mich, dass die Aktion Psychisch Kranke hier erneut die Koordination übernehmen wird. Akute Hilfe bietet der Krisenchat, der schnellen Rat für Kinder und Jugendliche in Krisen ermöglicht. Auch hierfür konnten in den Haushaltsberatungen der Fraktionen noch Mittel freigeschaufelt werden. Und es ist so, unsere Seele steht angesichts der multiplen, sich ja auch überlappenden Krisen, der Klimakrise, Corona, Preissteigerungen, Krieg, deutlich unter Druck. Prävention, gute Vorsorge statt warten, bis es zu spät ist, ist ein wichtiges Leitprinzip, gerade wenn es um Gesundheit geht. Und es ist ein wichtiger erster Schritt, dass die Aufstockung der Mittel für den nationalen Präventionsplan auch ein Konzept für die Suizidprävention enthält. Jetzt muss freilich der zweite Schritt folgen. Es braucht niedrigschwellige Angebote zur Suizidprävention für alle Altersgruppen, online, telefonisch, vor Ort. Auch diese müssen natürlich künftig finanziert werden. Und auch, es ist ja schon mehrfach angesprochen worden, für die Suchtprävention konnten die verschwundenen 4 Millionen Euro wieder aufgestockt werden auf insgesamt 13,2 Millionen. Und ich sage ausdrücklich, das muss jetzt aber auch mal so bleiben. Wer an der Prävention spart, der zahlt später doppelt, das wissen wir. Und, Herr Ilsdorfer, ich widerspreche Ihnen ausdrücklich, die Legalisierung von Cannabis, die verbessert die Prävention und den Gesundheitsschutz. Die Prohibition, die schadet. Und als die CDU, CSU noch die Drogenbeauftragte gestellt hat, haben sich Jugendliche und Fachleute über die missglückten Kampagnen lustig gemacht. Es wird Zeit für sachliche Informationen und für wirksame Prävention. Ich freue mich, dass auch hierfür im Haushalt Gelder vorgesehen werden. Und ich ergänze Next Step Gesetzentwurf. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Kollegin Kammer-Gonter. Ich übergebe das Wort dem fraktionslosen Abgeordneten Robert Fahle. Der nächste Redner, Robert Fahle, ist im September aus der AfD ausgetreten. Er ist einer von mittlerweile 6 fraktionslosen Abgeordneten. 5 davon stammen aus der AfD-Fraktion. Der 6. ist dort nie eingetreten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erstens, im Rahmen der Corona-Pandemie, die jetzt hinter uns liegt, fanden groß angelegte Täuschungsmanöver statt, verbunden mit politischer Korruption und offenen Rechtsbrüchen zum Zwecke einer gigantischen Vermögensumverteilung zugunsten der großen Pharmakonzerne und einzelner Privatpersonen, teilweise sogar Abgeordneten im Bundestag. Janine Small hat in einer Anhörung der EU klar ausgeführt, dass vor der Zulassung der mRNA-Impfstoffe nicht getestet worden ist, ob diese überhaupt eine Übertragung des Virus vermeiden können, und nicht getestet und untersucht worden ist, ob die überhaupt eine Weitergabe dieser Viren verhindern können, diese Impfung. Und diese Lüge war die Grundlage für die gesamten Impfkampagnen seit Beginn des letzten und vorletzten Jahres. Das müssen wir mal vergewärtigen, dass es so war. Zweitens, das bleibende Resultat staatlicher Pandemiebekämpfung. Seit April 2021 sind Übersterblichkeitsraten von bis zu 20% in allen stark durchgeimpften westlichen Staaten
Der eigentliche Skandal besteht darin, dass die Gesundheitsminister dieses Landes und eben auch jetzt Herr Lauterbach bis heute nicht dafür gesorgt haben, dass die Ursachen dieser Übersterblichkeit aufgeklärt sind. Das ist eine solche Übersterblichkeit. Da sind so viele Menschen bei gestorben, und zwar, es gibt keine andere Erklärung als die hohe Durchimpfung der Bevölkerung, dass sie mit den Impfungen, dann lesen Sie die Kampagne durch, lesen Sie, was Professor Kuhbandner und andere herausgefunden haben mit ihren statistischen Überprüfungen. Damit beschäftigen Sie sich gar nicht und kommen noch nicht mal auf die Idee, obwohl diese Übersterblichkeit sehr viele Menschen betrifft. Sehr geehrter Herr Lauterbach, Sie haben im Herbst diesen Jahres noch 830 Millionen Euro Steuergelder vernichtet. Sie haben 80 Millionen Impfdosen von Moderna gekauft, die demnächst entsorgt werden müssen. Immer mehr Ärzte weigern sich, diese gefährlichen und nicht immunisierenden Impfungen zu verabreichen. Und genau so soll es 2023 weitergehen. Da wollen Sie weitere 2,9 Milliarden Euro für Covid-Impfstoffe ausgeben, um die Profite der Pharmakonzerne hochzuhalten. Das ist reine Lobbypolitik. Dazu noch eine völlig sinnfreie 60 Millionen Euro teure Fake-News-Werbekampagne. Die gewählte, die nicht gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat per SMS 4,2 Milliarden Impfdosen, also 10 Dosen pro EU-Bürger, bestellt. Die europäische Staatsanwaltschaft EPO ermittelt bereits. Hinzu kommt. Herr Kollege, ich habe Ihnen soeben das Wort entzogen, weil Sie meiner hinreichenden Bitte, zu Ende zu kommen, nicht Folge geleistet haben. Sie haben 35 Sekunden Ihre Redezeit bereits überzogen. Sie dürfen sich jetzt setzen. Robert Fahle tut überrascht. Allerdings muss ich zugeben, ich habe heute auch das Gefühl, dass der Präsident etwas leiser rüberkommt, als man es sonst so hat. Also ich habe es auch nur kaum verstanden. Aber in der Tat ist die Zeit abgelaufen. Da lohnt sich auch keine Diskussion. Herr Fahle nimmt hoffentlich jetzt gleich Platz, damit es weitergehen kann. Und in diesem Einzelplan 15 Gesundheit ist die letzte Rednerin von der SPD, Tina Rudolph. Sie ist Obfrau im Unterausschuss Globale Gesundheit. Ich setze darauf, dass Sie so kulant dann bei meiner Fraktion und mir demnächst auch mit den Redezeiten sind. Und zum guten Ton in Debatten gehört es natürlich auch, dass man kurz auf Vorrednerinnen und Vorredner eingeht. Das schaffe ich jetzt nicht bei der Rede nicht in Gänze. Ich investiere 10 Minuten, um ganz 10 Sekunden, um kurz was zur Übersterblichkeit zu sagen. Die habe ich nicht. Da es im Jahr 2020 bereits auch schon eine große Übersterblichkeit gab, in einem Jahr, in dem wir noch keine Impfungen hatten, würde ich jetzt mal sagen, liegt der Zusammenhang relativ nahe, dass die Tode vielleicht doch eher mit der Pandemie zu tun haben, die wir ja seit diesem Jahr 2020 sehen und die Impfung nach wie vor gegen diese Pandemie eben schützt und es deswegen eine der vielen Halb- und Unwahrheiten war, die in diesem Zusammenhang hier heute verbreitet worden sind. Ich möchte jetzt aber tatsächlich noch über Gesundheit reden und über das Menschenrecht auf Gesundheit, das wichtig ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat 1946 in ihrer Präambel das Modell von Gesundheit als biopsychosoziales Modell geprägt. Das bedeutet, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist ein vollständiges körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Und dieser Anspruch, den die Weltgesundheitsorganisation da formuliert hat und dem wir versuchen, gerecht zu werden, auch mit unserer Politik, der kann manchmal ein sehr großer sein. Gerade wenn es um globale Gesundheit geht, gerade wenn es um all das geht, was wir eigentlich gerade global auch tun müssten. Es ist auch in Deutschland so, dass im Winter wieder Menschen draußen in der Kälte schlafen werden. Es ist auch in Deutschland so, dass wir viele Menschen haben, die de facto keine Krankenversicherung haben, weil sie sich in Tarifen versichert sehen, wo sie weniger Zugang zum Gesundheitssystem haben. Dass in Deutschland sich Menschen ohne Papiere nicht zur Gesundheitsberatung und zur Gesundheitsversorgung trauen, weil sie Angst davor haben. Und dass das etwas ist, was aber auch global uns immer noch vor die Aufgabe stellt, dass wir es nicht schaffen, allen Menschen auch Zugang zu wirklich basaler Medizin zu ermöglichen, die eigentlich finanziell sehr, sehr gut zu erreichen wäre, weil es sich eben teilweise nicht lohnt, in die Erforschung von neglected, also vernachlässigten Krankheiten zu investieren, weil die Aussicht besteht, dass man damit eben nicht so viel Profit machen kann. Und das, meine Damen und Herren, muss uns immer wieder vor Augen führen, dass es unsere Aufgabe ist,
Nicht allein als Deutschland, aber gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft auch im Bereich der globalen Gesundheit zu investieren. Und liebe Union, ich glaube und weiß, und das will ich Ihnen in keiner Weise in Abrede stellen, dass Sie, also wir gemeinsam in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass der Bereich der globalen Gesundheit sehr gut finanziert wurde. Jetzt gehört es aber zur Wahrheit natürlich auch, dass wir heute und hier vor einer Situation stehen, wo die Haushaltsverhandlungen schwieriger sind, wo die Gesamtsituation eine andere ist, wo wir uns insgesamt mit so vielem konfrontiert sehen, was wir eigentlich finanziell bewältigen müssen, dass ich unglaublich froh und dankbar bin, dass die Haushälterinnen und Haushälter unserer Koalition es geschafft haben, im Gegensatz zum eigentlich vorgelegten Entwurf noch so viel für die globale Gesundheit rauszuholen und dass wir es vor allem schaffen, die wichtigen Strukturen weiter zu finanzieren. Unter anderem Act A wurde genannt, Access to COVID-19 Tools Accelerator, wo wir auch die Finanzierung bis 2023 haben, wo es aber auch darum geht, so etwas auf nachhaltige Füße zu stellen. Und es ist eben nicht nur so, dass sich das nicht nur im Haushalt des Bundesgesundheitsministeriums befindet, sondern uns ja auch gelungen ist, zum Beispiel die Kernbeiträge der Weltgesundheitsorganisation zu erhöhen. Und das ist das wichtige Zeichen, das ich am Ende setzen möchte. Darum muss es gehen, dass wir global solidarisch finanzieren, auch um das Ansehen der Weltgesundheitssituation Weltgesundheitssituation zu gehen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt eigentlich keine Gleichheit im Unrecht. Also wenn jetzt jeder sich 30 Sekunden rausnimmt, dann sind wir bei 23 Uhr heute Abend. Also mir kann es relativ egal sein, aber die Kolleginnen und Kollegen werden sich bitterböse beschweren. Damit schließt sich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 15, Bundesministerium für Gesundheit in der Ausschussfassung. Wer stimmt für den Einzelplan 15 in der Ausschussfassung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Jetzt muss ich sagen, das sind die übrigen Fraktionen des Hauses, weil der Fraktionsvorsitzender der Union mich gebeten hatte, nicht mehr vom Rest des Hauses zu sprechen. Also sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Einzelplan 15 angenommen.